Hallo und herzlich willkommen. Quatsch, da bin ich. War noch nicht, so sehe ich mich nicht. Jetzt sehe ich mich. Jetzt muss ich mich nur noch hören. Okay. Kommen wir nach langer Zeit wieder zu dem GOG-Stream. Ich habe seit Monaten nicht mehr gespielt, seit mindestens 3 Monaten nicht mehr gespielt. Und da habe ich festgestellt, dass die mir jede Menge Scheiße geschenkt haben. Da habe ich schon ein bisschen Schrott zerstört ohne Ende. Und jetzt haben die auch irgendwie Pakete geschenkt, die ich jetzt mal aufdecken. Lancer Skins, die kein Eis brauchen. Was für ein Rotz. Offiziell Rotzer schenkt. Na, hier auf jeden Fall ist bei. Kern das Spiel gewinnen, Wellen versus Schneegeil verkaufen. So, hier schönes. Ach, hier aber einen Seasons Pass habe. Zucker! Der hat es geht. Na, mal gucken. Ich habe 18 Stück davon. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich habe 18 Stück davon. Wofür? Wofür kann ich gar nicht verschrotten? Morgen ist Tag der Arbeit, da müssen wir wieder ran. Nein. Doch. Oh. Hi UFO, schön, dass du da bist. Meine Fresse, was für ein Scheiß. Ein Hippie-Knäscher. Drachenauge-Knäscher. Zucker-Ember. Alter, die haben mir so viel Schrott geschenkt. Alter. Ein schönes Geld für haben. Bin gerade aufgestanden. Ich hab dich schon erwartet, du hättest mich gerade in Star Wars zu sehen sollen, ey. Ich war im vorletzten Level und hatte so viel Wut. Ich hatte so viel Wut, dass ich das Mikro ausmachen musste in der Kamera, damit das kein Mensch mitkriegt. Da habe ich unter Wut diesen Endgegner besiegt. Das hat fast 1,5 Stunden gedauert. Auf leichtesten Modus. Also so ein bockenschweres Spiel habe ich noch nie erlebt. Die Junge, sind die alle hässlich. Ach, hier kann ich nicht zerstören. Kann ich nicht zerstören. Kann ich nicht mal zerstören, den Rotz, den ich jetzt gekriegt habe. Kann ich nicht mal zerstören. Der mir den Rotz geschenkt, den ich brauche, den kann ich nicht mal zerstören. Oh Mann. Ja, und während ich Wutanfälle gekriegt habe, habe ich gesagt, jetzt schmeiße ich das Spiel für immer hin. Aber ich habe einen Endgegner besiegt. Das heißt, es besteht eine gewisse Gefahr, dass ich doch noch das letzte Level irgendwann mal spiele. Drachenauge. So ein hübsches Drachenauge. Drachenauge kann ich rüberhalten. Hier mal was anderes ist nicht verkehrt. Hier mal die Kette nehmen. Das ist nicht lollig. Das ist die Hölle. Wie du aus hier tickt. Mein Gott, ist dieses Spiel schwer. Also solche schweren Schläge jetzt gerade. Das ist Waffenschein, die ich nehme.
Zucker. Das sieht so richtig schön nach gar nichts aus. Ich kann es nicht mal erkennen. Sieht einfach nur scheiße aus. Auch die finde ich schön. Damit kann ich mir nicht freuen. Und den Zucker kann ich verkaufen. Weg damit. Erzeugt Wut, Leid. Also Wut, wenn man spielt. Ich mache mir meinen Kaffee. Ja, es erzeugt Leid, ja. Es erzeugt auf jeden Fall eine Menge Leid. Nur purer Hass. Wow, 150 Watt gäbe es dafür. Ja, könnt ihr behalten. Ich habe mir einen Arena Permadeath Shooter gekauft. Roffel. Wieso das denn? Oh, ich alle durch. Ach, neue Charakter. Ja, die sind alle unwichtig. Lass mich raten, kann ich nicht einen verkaufen. Geschenkt mir einen Krempel, den ich nicht verkaufen kann. Und müllen mir damit eigentlich nur mein Dings dazu. Ich brauche nur einen Char. Den habe ich schon gewählt. Ach du Scheiße. Warum Angebot 3,50? Befreiter Skorre meldet sich zum Bericht. Alter. Holy, wenn du wüsstest, wie viel Wut ich auf dich habe. Ich habe einen 2-Stunden-Endgegner gehabt und kein Holy da, der mir hilft. Genau, Frev weiter. Ich bin ausgedickt. Ich hatte so viel Wut, Holy. Du hättest mir erklären müssen, wie man das spielt. Du hast mich außerdem nicht vorgewarnt. Allein dafür müsste ich dir deinen Rang für immer anerkennen. Du hast mir nicht gespoilert, dass es da einen Endgegner gibt im vorletzten Level, der schlichtweg unbesiegbar ist. Also sowas Freches habe ich noch nicht erlebt. Also sowas, nee. Wieso kann ich diese Karte nicht greifen? Ach so. Ich könnte doch die Karten mal mit A oder so markieren. Lol, man kann nur schließen, Filter in Besitz und herstellen. Ich will sie verwenden. Die haben mir nur Schrott geschenkt, ey. Großmütigkeit. Soll sehr ungehalten gewesen sein. Ich bin auch gerade erst gekommen, aufgestanden. Das sind unwürdige Maten, eurer Nieverkehrtheit. Ihr seid solche Maten, ey. Das vorletzte Level mit diesen T-Fighter. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Selbst als ich auf super leicht gestellt habe, habe ich Blut und Wasser geschwitzt bei diesem Level. Ich glaube, es hackt. Holy, du hast mir vielleicht zu erklären, wie ich die T-Fighter in der Luft greifen kann. Ich hatte solche Anfälle, so eine Wut, ne. Endlich hat man 10 Minuten durchzuhaben und nicht in 2 Stunden. Ja, Maten und Gewürm, definitiv. Alter, du bist nie da, wenn man dich braucht, Holy. Das ist ein absolutes No-Go. Junge, hatte ich eine Wut. Danach habe ich das Spiel auch schon mal hingeschmissen, ey. Das kann mich jetzt mal so am Arsch lecken. So ein bockenschweres, verficktes, verwanztes, verlaustes Drecksgame. Alter. Ne, ich hab's nicht durch. Ein Level habe ich noch. Der Endgegner hat mir gereicht. Das war ja schon mal ein Jahr Pause. Altstadt. Hey, die haben neue Level. Kenn ich nicht. Ja, Hotel. Eins meiner Lieblingsmaps. Da habe ich ewig drauf gewartet. Das hier kenne ich auch. Das ist ein GOV 1 Level. Krass. Zellenblock, na da lass ich mich mal überraschen. Altstadt! Altstadt!
Falls es das ist, was ich denke. Städtchen für die Uhr, strategisch wertvoll. Der zentrale Marktplatz ist immer heiß umkämpft, doch die Entscheidungen finden meist in engen Seitengassen statt. Seid nicht traurig, eure Unversehrtheit. Wir lieben euch doch. Ich bin stinkend sauer. Ich bin zu sauer, ey. Das ist ein Drecksendgegner. Holy, wie lange brauchst du für den Scheiß? Würdest du mir bitte verraten, wie man diese Tiefheiter greift? Das wäre sehr nett. Es ist so was Schweres, was ihr hebt. Ist denn jetzt noch alles? Ach so, ja, die anderen beiden Dinger da. Die schenken einen ja nur Scheiße, ey. 17 Kisten mit Müll drin. Ach, die kann man kaufen. Kann ich dankend darauf verzichten. Ach, du meinst da, wo man den Sternenzerstörer runterholen muss? Ja, das meine ich. Pure Wut, purer Zorn ist das. Ziggurat 374 zurzeit. Keiler Permadeath Arena Shooter erinnert an Heretic. Ich kenne Heretic gar nicht. Man kann im Prinzip ewig an diesem Level verbringen. Ah ja, echt jetzt, Holy? Wenn du es nicht gesagt hättest, das hätte ich nie selber gemerkt. Du erklärst mir jetzt, wie man auf Anhieb diese Tiefheiter von 3000 Kilometer Entfernung per Macht greift und vor die Wand ballert. Ich verlange da eine Allround-Lösung, dass ich nicht mehr da irgendwie bete und hoffe, dass ich sie aus Versehen mal greife, so jede Stunde einen Mal. Das ist ein Dreckslevel. Du hättest mich darauf warnen müssen, ich hätte das niemals spielen dürfen. Ich hätte das Spiel schon längst verbrennen müssen. Das geht gar nicht. So ein Dreckslevel, ey. Das hätten sie 10-mal leichter machen müssen. Man muss den Sternenzerstörer gerade hinkriechen, dass die Spitze auf dich zuzeigt. Der Sternenzerstörer ist nicht mein Problem. Es sind die T-Fighter. Die kann ich nicht per Macht greifen. Holy wird hier nur noch beschimpft und ausgebeutet, wie er es verdient hat. Der ist ja in Wirklichkeit der böse Zwilling von Hugo. Holy wird so lange ausgebeutet, bis er Hugo freilässt. Ja, geht gar nicht. Natürlich ist es Holys tiefste Schuld, wenn er mir nicht bei Star Wars hilft. Hallo? Was für ein Drecksgame. Ich habe so einen Hass auf dieses Game bekommen. Nur durch diesen Endgegner, diese scheiß T-Fighter kann ich nicht greifen. Es hielt mir so auf den Sack. So jeden 600. Versuch habe ich einen T-Fighter gegriffen und vor der Wand geballert. Das hat gedauert. Es waren ja Milliarden T-Fighter. Ich habe doch gleich gesagt, das Game ist scheiße. Ne, das Game ist genial. Nur das Level kann es einen komplett versauen. Guckt euch gerne den letzten Stream nochmal an, die letzten 2 Stunden. Nur T-Fighter, 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 T-Fighter. Nach dem ersten Ausraster habe ich die Kamera ausgemacht. Das ging gar nicht. Alter Schwede. So was unvernünftig Schweres. Was ist denn das jetzt? Ach, hier kann man es dann machen. Okay. Das Game ist Weltklasse. Das Level ist der letzte Dreck. Und natürlich dieses, dass es auch nicht präzise springen kann. Also so was Schweres habe ich noch nicht erlebt. Holy, du hast immer noch nicht hingeschrieben, wie ich per Macht die T-Fighter greifen kann, wenn sie 100 Kilometer weit weg sind. Ich brauche mir meine Figur nicht auszusuchen. Ich werde für immer diese Frau hier verwenden. So was Wunderschönes wird es nie mehr in 10.000 Jahren geben. Ich werde jetzt schon bei Gears of War 5 fluchen, dass ich die dann nicht mehr spielen kann. Und wenn die bei Gears of War 5 die Lupara nicht wieder eingeführt haben, töte ich sie.
Hexenwickler. Geht gar nicht. Die D-Fighter kann man mit den vorbeifliegenden Schrott abwerfen. Das kannst du knicken, Holy. Man kann nämlich nicht so schön dreidimensional zielen. Man kann eigentlich nur blind werfen. Das hat so gut wie gar nicht funktioniert. Aber da man sehr schnell alle T-Fighter loswerden muss, um zu gewinnen, du drehst dich nach hinten und blickst zur Kamera und greifst dir die davonfliegenden Jäger. Was sagt er mir jetzt? Wirfst sie nicht weg, sondern hältst sie vor die anderen. Lässt sie reinfliegen. Zeitradius zum Packen ca. 0,5 Sekunden, wenn überhaupt. Ja, das hat, das hatte ich, also, einen generellen, wieso Level WN, so ein Scheiß. Generellen Zeitradius, ja, das hatte ich. Ab und an, ja, aber das 0,5 Sekunden, nee, ich will einen Zeitradius von 5, 6, 7 oder unendlich Sekunden, das wäre nicht schlecht. 0,5 Sekunden, ich glaube, es hackt, dass da kurz das Kreuz aufblinkt an den T-Fightern, habe ich auch gesehen. Das ist aber keine Art und Weise. Das ist das Level, vor dem ich gesagt hatte, das Spiel einen nicht, was man tun muss. Was? Sagt einen nicht, was man tun muss. Ja, auch das habe ich vorher noch in der Kamera geflucht, dass dieses dreckige, mistverrotzte Drecksgame einen nicht sagt, was man tun muss. Aber als ich geschnallt habe, dass man die T-Fighter greifen konnte, wusste ich es. Aber die sind so bockenschwer zu greifen, dass schon wieder gar nicht möglich ist. Ich weiß es nicht, haben die echt jetzt Hängnisblock wieder gemacht? Wow, 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 sag ich nur. Gute alte GOE3-Map. Dann wollen wir mal. Junge braucht er lange zum Laden. Der letzte, der jetzt in den Raum gekommen ist, der soll sich mal Internet kaufen. Der einzig schönste. Oh yeah! Das ist tatsächlich diese Map. Oh, ist das Spiel schon laut. Oh ja! Ach, 60 Frames, das bin ich nicht gewöhnt. Ich bin die Ruckgrafik gewöhnt. Na? Arschloch! Audio 10.000 Dezibel leiser machen. Stellt sich auch mal das selber laut. Oh, die D-Fighter sind nicht lang genug zu greifen. Ich habe gestern endlich Star Wars Knights of the Old Republic auf Full HD stellen können. Das war ein Krampf, sage ich euch. Bestimmt 3 Stunden für überhaupt. Wieso das? Option, Auflösung und dann machen. Junge, ist das Spiel flüssig. Alter, 60 Frames. Ich bin keine 360-Spiele gewöhnt. Die kosten immer Geld. Ich meine, ich bin keine Xbox One-Spiele gewöhnt. Die kosten immer Geld. Mein Gott, Zielwasser trinken! Ah! Mann! Ist das flüssig? Alter, wenn man diese ständigen 30 Frames gewöhnt ist von der 360. Wenn diese 60 Frames hier sieht, einfach schlecht vor Flüssigkeit. Meine Fresse. Was 60 Frames ausmachen. Das unterstützt kein 60:9 Format. Alles zerquetscht. ID umschreiben ging nicht. Roffel. Holy ist echt ein Star Wars Pro. Naja, er ist nur nie da, wenn ich ihn brauche, ne? Er ist immer starr, wenn ich ihn nicht mehr brauche. Außerdem konnten wir uns gestern nicht mal ordentlich über Lichtschwerter unterhalten. Zu dem Gespräch kam es nicht. Holy hat ein immenses Fachwissen. Er kennt ja jedes Gerät, jedes Fahrzeug. Oha. Nur ein extra dafür entwickeltes Programm und ein neues Overlay konnte dem entgegenwirken. Groffel! Was ist der Overlay? Holy, spiel doch wie jeder normale Mensch auf Konsole. Spiel einlegen, nicht denken, losspielen. Immer diese PC-Reihe, da bin ich davon rein. Ich hasse PC. Das Videospiel auf PC, das ist einfach, das ist ein absolutes No-Go. Konsole an, Start drücken, losspielen. Nicht mehr denken müssen.
Das habe ich schon längst hinter mir. Alter. The fuck? Haben die da schön überarbeitet. Ha, 60 Frames, ich krieg nicht hin. Das sind viel zu starke Gegner. Ich überlege, ob ich mir endlich diesen Roboter für 2400 kaufen sollte. Nee, die Konsole hat keinen Limbus. Einen was? Kann man das essen? Wie ich die Säge vermisst habe! Mann! Dieser Roboter! Was meinst du, Ufo? Auf einer Konsole hätte ich niemals 3 Stunden gebraucht, um eine Auslösung fixen zu dürfen. Richtig, Konsole an, zack, Feuer-D-Patsch. So was würde mir fehlen. Wer würde das fehlen? Du liebst es zu leiden, Holy, ne? Haben die meine Granaten geklaut, die Missgeburten? Vor allem bis auf den Roboter habe ich alle Figuren, die ich will. Mit diesem Roboter-UFO hast du jetzt mich oder Holy gemeint? Da sehe ich ja einen nach dem anderen. Ich bin der Beste in meinem Team. Mal wieder. Das Spiel klingt ja furchtbar mit dem kaputten Subwoofer. Macht das einen Spaß, diese Sägerei, ey! Nur dieses Spiel ist den Kauf von Xbox wert. Nur dieses Scheißspiel. Das macht so einen Spaß. Oh, die Kamera anders. So. Bin noch ganz müde und versquirrelt. Koop. Hast mir noch nie erzählt, was Nimbus ist. Ich hab einen schöneren Clasher als du. Nämlich genau denselben. Hahaha. So. Alter, macht dieses Spiel Spaß. So viel Spaß darf ein Spiel ja nicht machen. Lalalala. Nee. Mensch, als würde ich das schon seit 10 Jahren spielen. Das ist unglaublich. Das sind ja absolut chancenlos. Jetzt schon seit fast 5 Jahren so, dass ich keine Gegner mehr in Gears davor habe, sondern nur noch Opfer. Ja, ist mein Kopf immer noch vor der Schrift? Ja. Ups, jetzt sehe ich euch nicht mehr. Der Limbus ist das ewige Vakuum, in dem jeder nur mit sich und seinen Träumen gefangen auf ewig umhertreibt. Ja. Und woher hast du das? Aua! Arschloch! Nur noch der Beste mein Team. 11 Kills! Alter Schwede! Hier ist mein Team scheiße! Scheibenkleister von Inception oder so. Aha. Das würde dir fehlen, wenn du Konsole hast. Verstehe ich nicht. Limbus, lateinischer Rand, Saum, Umgrenzung. Bezeichnet in der katholischen Theologie 2 Orte am Rande der Hölle.
auch als Vorhölle, Vorraum oder äußerer Kreis der Hölle bezeichnet. Ja, lol. Der UFO-Mann wird doch mit seinem Fachwissen. Genau, die Idee ist schon älter als von Inception. War klar. Hey Gott, was für ein Noob-Team. Genau. Das ist ja die Rache der Königin, das war nicht so schlecht. Haha! Scheiße. Gepriesen sei Jehova. Genau, UFO. Ja, rüber. Kann man diesen Typen essen? Ah. Junge, der klappert ja einen sich ab, dieser Nordrahmen. Scheibenleister. Das darf eigentlich nicht passieren, wenn ich hinter dem Ding geduckt bin. Ring an die Stelle zu packen, ist natürlich mal wieder. Wäre es lieb gewesen, die hätten den Ring gelassen, wo sie damals waren. Ficken! Half-Life? Nee, hat Life of Brian 3000 Mal gesehen und weiß nicht, wer Jehova ist? Das stimmt, ich habe den Film sogar 4000 Mal gesehen. Und der Name scheint da auch vorgekommen zu sein. Das heißt auch noch lange nicht, dass ich weiß, wer das ist, wenn die den persiflieren. Kann der nicht alles wissen. Scheiße, ich hab doch getroffen. Wir hatten zwei von seinen Zeugen mal für ca. 2 Stunden in unsere Küche gelassen. Und am Ende sagten sie, wir kämen in die Hölle. So, jetzt mache ich mir aber echt einen Kaffee. Echt jetzt? Ihr habt die reingelassen? Roffel! Wie geil ist das denn? Boah, geil, dass du sie also einfach lassen musst mit 60 Flüsschen Frames, ey. Wie leistungsstark ist diese Konsole eigentlich? Ich will mehr 60 Frames Spiele. Abgesehen von Halo und dem hier, habe ich überhaupt irgendwelche Xbox One Spiele? Weiß man das? Besitze ich Xbox One Spiele? Ja, ganz Goran Canoli. Könnte man auch Xbox One Game nennen. Oh, soll ich? Ja, sie sind sogar nicht weggerannt, als wir Kraut vor ihnen konsumierten. Wieso darf man kein Kraut konsumieren? Aber dessen 144.000 Auserwählte war ihnen ziemlich wichtig. 144.000 Auserwählte? Ein Klo! Das ist alles neu. Das ist alles neu. Nur alte GOW 2 mit. Oh, diese Hintergrunddinger. Da ist ein Skelett drin, das ist witzig. Die gewinnen doch eh, lass mich in Ruhe. Stay active.
Guck mir die Map an, du Arsch! Ich hatte mal das Glück, mich mit einem Kollegen über die Neuapostolische Kirche. Was ist denn das für ein Ding? Zu unterhalten. Das ist ähnlich wie die Zeugen, war sehr interessant. Die Mormonen waren bis jetzt immer die nettesten. Laundry Area ist neu. Komm hoch, hier ist alles neu. Schade, dass es abgeschwappt hat. Neue Bereiche hätten dem Level richtig gut getan. Wir haben doch bestimmt weitaus mehr als 144.000 Mitglieder. Ich unterhalte mich echt gerne mit denen. Wieso? Was sagen die denn, Holy? Bestimmt, da kann nur keiner zählen. Meine Familie und ich lassen die Jarikos nie rein. Die klingen ja bis zum heutigen Tag an meiner Haustür. Jetzt sagen wir doch, Holy, was sagen die denn so? Was ist denn so das Interessanteste? Wo wohnst du denn? Bei mir hat noch nie eine Mormone geklopft. Auch auf der Straße nie einen gesehen. Jede Menge Krams, aber sie kommen aus Amerika. What? Du hast englische Mormonen bei dir, Holy? Moment, ich dachte, Mormonen gibt es nur in der USA. Ach, ist das nicht egal, wo die sind überall willkommen. Das ist eine Mormone. Ah, ich wieder. Mal wieder daheim bin ich müde. Ne, die radeln auch hier durch die Gegend. Radeln? Das ist gut. Radeln ist immer gut. Mach schon mal Gemüll. Getreck, die Luftverschmutzung. Wie ich übrigens über mein allerneuesten Video heute gesprochen habe. Die glauben, Jesus war Amerikaner. Und Virginia oder so sei das gelobte Land. Das ist nicht schlecht. Was wollte ich denn sagen? Wir gehen langsam die Videos von meinem Zweitkanal aus, wollte ich sagen. Ich bin jetzt gezwungen, jedes Jahr, jeden Tag mit diesem Typen im Livestream zu sein. Ich habe morgen schon wieder einen Termin. Und er hat mir versprochen, es eventuell heute noch hochzuladen. Ich werde euch sofort informieren, wenn es endlich soweit ist. So, wo haben wir es denn? Okay, das lädt auch. Bringt ein Livestream, der nicht öffentlich ist. Ich weiß es nicht. Ich muss ihm das dringend mal sagen. Das Problem ist, er hat gesagt, also die Antwort, also ich habe natürlich gesagt, dass er das endlich mal öffentlich machen. Oh, 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 Altstadt, Altstadt, Altstadt. Ja, er hat eben gesagt, ja, er hat gesagt, ja, das ist eine, dass wir unseren eigenen Stream machen sollen und warum wir unseren eigenen Stream nicht machen wollten. Aber das werdet ihr alles noch sehen, wenn er es hochgeladen hat. Sehe ich auch so, Holy. Das ist wie privat skypen, was die machen. Ich gehe mal drücki drücki mache. Das ist nicht... Alter, der ist schon wieder nur am Scheißen. Das ist nicht UFO, nicht wie in Skype, weil es wird ja nachträglich in YouTube gesehen, hoffe ich. Irgendwann mal. 1000 Jahre. Du wirst alles verstehen, wenn du diese 2-5-Stunden-Dinger jemals siehst, UFO. Dann wirst du das alles verstehen. Aber der Typ ist sehr ineffizient, wenn es um Schneiden geht. Ii, holy. Er ist nur am Gacken, diese Sau, ne? So eine Sau. König des Huckels auf Altstadt im Winter. Das hier ist meine Lieblings-GOW3-Map. Zusammen mit vielen anderen. Endlich, endlich. Ja, ich habe beigesehen. Wenn jetzt noch Blutfort kommt, zum dritten Mal, das wäre mega. Oder sogar zum vierten Mal.
der einen halbrot transparenten Dings auf dem Rücken. Hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mir deine Waffe angucken. Halt! Halt, hör auf zu spielen! Das Spiel ist nicht zu spielen da. Du im Winter. Als ich das letzte Mal hier war, war die Stadt blühenden Lebens. Was ist denn das für ein. Habe ich diese Waffe nicht gesehen. An welcher Stelle ist denn der an der Altstadt? Lol, dann ist diese Hütte pink. Das stimmt alles noch. Junge Winter, die haben Winter auf die Altstadt gemacht. Arschloch! Ich habe noch nie gekackt, dass manche Menschen sich einfach nicht beherrschen können. Du hast dein ganzes Leben lang noch nie gekackt. Es dauert wieder 20 Minuten. Ah, länger, 40, Ufo. Dann mache ich hier nach wieder eine Quickpause. Mache hier nach wieder eine 5-Minuten-Pause. Sag mal, Ufo, soll ich mir den schwarzen Roboter kaufen oder den roten? Ich bin mir nämlich uneinig. Ich will mir nämlich noch einen Roboter wieder kaufen. Und ich kann mich nicht zwischen den schwarzen und den roten entscheiden. Auch der silberne sieht ganz hübsch aus. Aber ich kann mich absolut nicht entscheiden. Den schwarzen. Wieso? Ich wollte den roten. Nee, Spaß, ich wollte tatsächlich auch den schwarzen. Aber sag mal, wieso den schwarzen? Magst du generell schwarz? Bei Roboter jetzt glaube ich so in 8 Farben. Ich werde danach auch mal nach den Robotern gucken. Nach den Roboters. Weil wenn ich so. Oh, Uhrwerk haben sie hingemacht, dass sich sogar bewegt. Ah, wie geil! So einfach nur Pflastersteine an dieser Stelle. Nur dazu mal. Da gucke ich doch gleich mal auf meine Granaten. Oh, oh, hier haben sie was geändert. Okay, das ist alles neu. Dass man da durchgucken kann, ist auch neu. Ah. Oh ja, zeig mir mal deine Waffe. Hey, bleib stehen, du Arsch! Ich will die Waffe sehen, ich will die Wiese. Guck mal, ob sie also nachlädt. Steine sehen anders aus. Junge, haben die diese Map verändert. Junge, krepieren! Saftig! Ich glaube, die Blutfarbe ist heller geworden. Auch wenn diese Map komisch aussieht. Es ist noch dieselbe Struktur. Arschloch! Schwarz ist böser als rot, wobei rot sieht man besser. Schwarz ist böser. Oh, bleib stehen, ich will die Waffenfarbe sehen. Ist die durchsichtig? Sieht aus wie bei Tron, die Waffe. So was Schönes kriege ich natürlich wieder mal nicht, hä? Das ist eine Tron-Waffe. Ist diese Waffe geil? Orange Neon überzogen und transparent. Junge, ist das flüssig. Wir gehen gleich mal die ganzen Roboter durch. Gab es ein großes Update oder was? Ja, 3,4 GB. Ich habe ja Monate nicht gespielt und die bringen ja jeden Monat 2 neue Maps raus. Also sind jetzt 6 neue Maps. Und dabei wieder jede Menge GOW 1 und 3 Maps dabei, die ich damals lieben gelernt habe. Und natürlich unzählige neue Waffen, unzählige neue Figuren, unzählige neue Kleidung. 18 Pakete haben sie mir geschenkt. Und noch andere Special-Pakete. Also ich habe über 20 Pakete einfach mal so geschenkt bekommen. Plus 6 Map eh kostenlos, weil ich einen Season Pass habe und. Das letzte Update war halt 3,4 GB.
Wo es war früher das ganze Spiel. Und meine Xbox-Festplatte qualmt aus allen Nähten. Ich muss unbedingt mal wieder was löschen. Miau. Mann, du warst hässlich, du bist nicht bunt! Kauf die bunte Klamotte! Guck mal, diese hübsche Waffe. Nein! Nein, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Scheiße, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir! Hilf mir. Das muss ja wie Weihnachten gewesen sein. Ja, nicht wirklich. Weil ich hatte ja meinen schon. Ich hatte bereits die, ich habe bereits meine perfekten Figuren. Der Ninja, der schwarze Roboter, der ist nur Zusatz. Ich habe bereits den schönsten Lenser. Hier, Lebkuchenlenser. Ich habe bereits den schönsten, wie nennt man das? Locust. Ja, schön bunt. Ich habe bereits den schönsten Hescher. Bunt. Das heißt, alles, was jetzt noch kam, war bottenhässlich. Schwarz-weiß und wieder braun. Irgendwelche Muster mit Totenschädel, alles eklig, langweilig, unwichtig. Durch das Weihnachten habe ich schon alles was Schönes. Außer diese Waffe da, die ist neu. Die habe ich noch nicht. Ich habe noch nicht mal alle geöffnet. Ich habe auch schon mal zwei Pakete geöffnet. Ich habe immer noch 17 Stück oder so. Die meisten Krempe habe ich wieder verkauft und so Schrott gemacht. Und für Schrott kann ich mir halt diesen Roboter kaufen. Junge, hielt mir dieser kaputte, krächzende Sackwoofer da hinten auf den Sack. Aber ich kann mir keinen neuen leisten. Ich habe mein ganzes Geld für den da rausgeschmissen und kaputt gekauft. Also Sackwoofer kaufe ich nie wieder gebraucht von eBay, das kann ich dir sagen. Der krächzt sich da einen ab. Krächz, krächz, krächz. Das kannst du wahrscheinlich gar nicht hören. Drei am Stück zersägt und die gewinnen trotzdem. Der Roboter bietet dir Gleitschutz? Fragezeichen. Nee, ich bin dann der Roboter. Jetzt bin ich ein Locust und dann wäre ich ein Roboter. Ich hatte schon mal einen Roboter. Ich bin ja mal zeitweilig in GOG nur mit Roboter rumgelatscht. Ach so. Ja. Junge, sieht das Blut hellrot aus dieser Map aus. Scheiße, Scheibenkleister. Guck mal, da läuft doch auch irgendwo ein Roboter rum. Einer von uns ist, glaube ich, ein Roboter. Hier, solche hässlichen Waffen. Gibt's wieder dazu, solche hässlichen. Alles hässlich. Da kann man die meisten Karten nicht mal verkaufen. Das heißt, du hast für alle Zeiten die hässlichen Kostüme von einer Figur, die du ähnlich spielst. Das Problem ist, wenn ich mich für den schwarzen Ninja entscheide, kann ich den nie wieder tauschen. Das heißt, ich habe jede Menge Schrott verkaufen müssen, damit ich den zusammenkriege. Ja, Lebkuchen, Lebkuchen, Blumen. Lebkuchen, Bazooka. Ich habe ja den Verdacht, dass Holy sich nach dem Scheißen eine Bon reinzieht. Ja, mindestens, Mensch. Mindestens eine. Die Bon zieht er sich während des Scheißens rein. Scheiße. Boom macht Spaß. Nee, ich rauche schon länger keine Pfeife mehr. Aber früher hast du das doch jedes Mal gemacht auf dem Klo. Damit hat UFO jetzt nicht gerechnet, dass du das mitliest. Ach, Scheibenkleister! Das Scheißbohren! So, Kaffschäferch. Kannst du gehen? Hoch, hach, Deutsch, Holy! Das ist Göffi! Ja, wie ist es?
Dann habe ich denn nur starke Gegner-Teams. Ich muss mal den Subwoofer ausmachen, der hält mir sowas von auf dem Zeiger. Kronk hat 42 Min-Videos hochgeladen. Von insgesamt 3 Stunden irgendwas Review. Och, ich schreibe nur, was alle wissen dürfen. Der Rest wird geflüstert. Einen habe ich. 70 Liter Blut jetzt aus dem Hals rausgeschossen. Habt ihr das gesehen? Ja, das ist der Roboter, siehst du? Das hier ist der Roboter, diese schwarze Ding hier. Den könnte ich auch haben. Ich würde von dem wahrscheinlich so goldene Waffen wählen oder irgend sowas. Bei Gold, was ist zu schwarz? Alex Preview. Alex Ingame Kram. Schon die erste Szene war eine Hommage an den Wurf in die Strafkolonie wie bei Covid 1. Hier, ich hau ab, geh mal Kronk gucken. Das verzeih ich dir nie, UFO. Das kannst du mir nicht antun. Kronk ist der Letzte, der noch weiteren Zuschauer braucht. Welchen Videospiel verlässt er mich? Menschen sind ihm gar nichts wert. Welchen fucking Game? Ich fass es nicht. Das ist ein Nervenzusammenbruch. Nein, bin noch hier. Ach, das beruhigt mich. Zugetraut hätte ich es dir. Ohne mit der Zucke zu wimpern. Der Entwickler sitzt sogar neben ihm. Roffel. Der Edle, ja, hat einen Entwickler neben sich sitzen. Das ist ja das Normalste von der Welt. Damit der Glatze. Ich habe irgendwie keinen Entwickler neben mir sitzen. Komisch, komisch. Holy, würdest du mal den UFO-Mann nicht so ablenken? Und dir ist Werbung für andere nicht erlaubt. Am allerwenigsten für Kronk. Dieser Name darf nie mehr erwähnt werden. Er ist das pure Böse. Das ist aber nicht einfach irgendein Entwickler. Nein, es ist ein besonderer Entwickler. Einer mit Glatze. Ja, ich weiß doch. Oh, lol. Flamme. Björn, irgendwer. Ich musste mein Telefon abstellen wegen den Anrufen von Entwicklern. Genau, UFO, genau. Ich auch. Das war nicht mehr auszuhalten. Diese ganzen Anrufe immer. Die schmeißen dir die Kiesen daher, wa? Ach ja. Ja, das kennt man ja, ne? Das geht uns ja allen so, holy. Wir wissen ja nicht mehr, wohin mit ihren Kies. Boah, diese Stadt, die mal da hinten dran programmiert hat, das war aber früher alles Wand. GOW 3. Hier war früher mal der Flammenwerfer. Haben die jetzt diese Bootshot hingemacht? Björn, irgendwas nervt mich seit Jahren, dieser Stalker. Ja. So, wenn die jetzt endlich mal gewonnen haben. Mein Gott, haben die das Level schön programmiert. Dann gucken wir uns jetzt mal nach Ninjas um. Will sich wohl an meinen Eiern hochziehen? Wahrscheinlich, wahrscheinlich, UFO. So ist die Welt. Die wollen dich alle nur ausnutzen, UFO. Die wollen alle nur dich. Die wollen nur dein Bestes. Ja, und 50 Mann neben mir sitzen. Aber wenn du das bei Zeiten mal guckst, sag mir, was ihr über die Vibes zwischen den beiden denkt. Vibes? Definiere Vibes. Jetzt gehen wir mal Roboter kaufen, Leute. Roboter! Ein Roboter! Der einzige Grund, warum ich mir bisher noch keinen Roboter gekauft habe, ist, weil, ich diesen bunten Typen so cool finde. Hier. Guckt euch den mal an.
Vibes, Vibrations. Die Chemie. Mhm. Hier, 17 Pakete habe ich noch. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Paketen machen soll. Weil da ist nur Rotz drin. Hässliche Farben, hässliche, geh rot, geh pink, geh türkis, nichts, was irgendwie ansehnlich wäre. Einfach nur botten, hässliche Kotze. Der Halskette Longshot. Zucker-Retro-Lenser. Ja, die kann ich alle verkaufen. Botten, hässlicher Dreck. Da kommt mir jedes Mal reiern. Hier, 20 Schrott für mich. Zack, weg damit. Ob sie Elfenbein nennen oder nicht, ist einfach nur ein hässlich weißes Ding. Hier, Zucker, weg damit. Ich brauche übrigens nur 2400, ne? Ich habe schon 2630 zusammen, weil die mir nur Schrott schenken. Ich habe schon meine zwei schönsten. Das ist der gelbe hier. Das ist der pinke. Weg, weg, weg damit. So, jetzt gucke ich mal zu den Roboters. Wo haben wir so Roboters? Ja. Den bunten wollte ich einmal haben, aber da habe ich mich für den bunten Lokus entschieden. Wir haben einen bunten Roboter. Wir haben einen roten Roboter, das müsste der rote sein. Gucken wir ganz genau an UFO und dann sagen wir, ob du nicht doch hier einen roten Roboter willst. Dann der. Ne, das ist der Standard. Das darf ich nicht, der silberne. Den hatte ich mal. Hier haben wir einen knallroten Roboter. Ein Kupferroboter. Hier haben wir einen goldenen Roboter. C3PO. Hier haben wir einen relativ silbernen Roboter. Hier haben wir einen schwarz-roten Roboter. Und hier haben wir einen sauteuren, einen schwarzen Roboter. Welchen Roboter? Ah, hier haben wir noch einen goldenen Roboter. Hier haben wir einen knallsilbernen Roboter. Welchen Roboter? Welchen Roboter würdet ihr wählen? Bei der knallkupferne hier ist genauso viel wie der schwarze, nämlich 2400. Ich werde es bestimmt bereuen. Die bunten brauche ich nicht noch. Der rote Roboter sieht aber auch cool aus, ne? Der rote Roboter? Der schwarze Roboter? Ich bin mir nicht schlüssig. Welchen Roboter solltet ihr nehmen? Jetzt helft mir doch mal. Hab mal kurz reingeschaut, Holi. Ich würde sagen, Bad Vibrations. So viel dazu. Ufo, ich rede die ganze Zeit mit dir. Ach ja. Jetzt wollen die immer noch nicht weiter mit den Roboters. Ich habe dich gerade nach einer Roboterfarbe gefragt. Zumindest Aqua teilweise. Ich probiere es noch einmal. Ich habe dir gerade alle Roboterfarben vorgestellt. Hier haben wir einen rot-schwarzen Roboter, einen bunten Roboter, einen silbernen Roboter, einen kupferroten Roboter, einen goldenen Roboter, noch einen silbernen Roboter. Warum gibt es zwei silberne Roboters? Einen schwachroten Roboter, einen schwarzen Roboter, einen weiteren goldenen Roboter und einen silbernen Roboter. Ja, nicht schlecht aus. Welchen Roboter würden Sie mir empfehlen? Zumindest Aquat teilweise. Naja, zwei Millionäre in einem Zimmer vor einer Cam. Ja, was soll das heißen, UFO? Das ist ja silberlastig. Den rot-schwarzen. The fuck? Welchen? Den hier! Hatte ich den nicht, glaube ich, sogar mal. Das Problem ist, dass dieser Buckel mir von denen nicht gefällt. Mir gefallen die mit Zahnrad auf dem Rücken besser. Oder meintest du den hier? Den kupfernen Roboter? Ich bin unschlüssig. Ich will alle. Wieso sie gleich zwei goldene haben, wundert er mich.
Haben wir da einen roten Roboter? Bunten Roboter? Aber bunten will ich nicht, weil ich habe schon einen bunten. Und den schwarzen Roboter, den wollte ich, nee, den hier wollte ich ursprünglich mal haben. Das Problem ist, damals, als ich den haben wollte, fiel mir der besser. Wenn ich mir heute so angucke, gefällt der mir gar nicht mehr immer so. Nein, der andere. Na, hast du einen anderen rot-schwarzen? Was ist den hier? Viel schwarz, wenig rot. Das müsste doch sein. Der kostet eigentlich Fülle. Die Luft ist mir zu trocken hier. Mir auch. Der, den du damals haben wolltest, der ist nice. Das ist der hier. Das ist der schwarze. Das ist der schwarzeste, also mehr schwarz geht nicht. Der heißt Ninja Hirte. Und der ist auch cool, ne? Das Problem ist, ich bin so ein Rotmagnat. Der hier, der ist schon sehr konkurrenzlastig. Also den hier würde ich mir ohne weiteres auch kaufen. Der ist gut, sagst du. Ah, dann kaufe ich mir jetzt einfach. Was soll der Geiz? Hä? Geht nicht. Ich müsste den noch herstellen können. Da steht herstellen 2400. Wie stelle ich denn den jetzt her? Irgendwie haben die das System. Ah, nee, hier. Ich verzeih mir das wahrscheinlich nie. Ja, noch einen roten Rabatt da. Ja, auf den kann ich ja sparen. Die sind alle hübsch. Der war auch deutlich billiger. Aber der hat hässlichen Buckel. Ich gehe nochmal, also den ja meintest du, ne? Schreib mal ja. Ich gehe mal kurz was mampfen. Dauert nicht lange. 2 Minuten. Bin wieder da. Maximal 5. Roboter. Bis gleich. Nur was mampen und was schluckeln. Ja, okay. Dann sind wir uns ja einig, UFO. Dann sind wir uns ja relativ einig. Dann sind wir uns ja einig. Ich gehe mal auf die Uhr. Ey, guck mal auf die Uhr. Wie lange war ich gestern weg? Weiß das einer noch? 10 Minuten. 16, 10. Gleich wieder da. Gott, bin ich schwer. Brauchen Rabatt da. Okay, den schwarzen kaufe ich wahrscheinlich auf jeden Fall. Dann spiele ich gleich mal eine Runde. Nur für euch, weil ihr so brav da geblieben seid. Ich glaube, ich habe einen Rabatt da. Den 2400 Schrott, da brauchen wir ewig, bis wir den zusammen haben. Da muss man eine Menge Krimskram verkaufen. Rabatt da. UFO, wir haben den gleichen Geschmack, das gefällt mir. Wenn wir den doch nur immer hätten. Wenn wir den doch nur immer hätten. Und dazu gibt es gleich goldene Waffen. Das sieht ja mega geil aus. Bis gleich, Leute. Ich bin gleich wieder da. 2 Minuten. Maximal 5. Ding dann, ey. Roboter. Liebe Thank you.
Papa da? Seid ihr noch alle da? Papa da? Oh Gott, habt ihr viel geschrieben, oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Geht gar nicht, Leute. Warum schreibt ihr so viel? Was soll das alles lesen? Jetzt könnt ihr wieder Vorleser brauchen. Stardew Valley? Hab ich mal wieder angefangen. Ich will jetzt auch deutsche Übersetzung. Echt. Einwandfrei. Cool. Wunschliste. Ja, UFO.
kann eh nicht nachvollziehen, wieso er jeden neuen Spiel hinterher rennt. Ist mein Mikro an? Da bin ich wieder. Kauf gleich Roboter. Brauchte nicht mal mehr auf Beta umstellen, war einfach so im Hauptmenü. Ja, die Bewegung und so ist alles viel knuffiger als in diesem orangen Kartengame. Hä? Mein damaliger Spielstand war schon ziemlich weit, aber durch hatte ich's noch nicht. Ja, es ist besser. Was ist besser? Achso, ja. AFK, duschen. Ufo ist jetzt nicht ernsthaft duschen. Man kann sich auch dem Großkonzern anschließen und das alte Gemeindehaut mit den Waldgeistern abreißen lassen. Wie heißt das Spiel nochmal, Holy? Voll tiefgehende Rollenspielelemente. Holy pfeift, I think my wishlists. Coitus interruptus, beep beep, zack, wieder da. Hä? Ist mir jetzt nicht klar, war, wow, oder? Ufo war jetzt nicht innerhalb von 4 Minuten duschen. Nee. Nein. Nein. Du hast nicht in 4 Minuten geduscht. Gott. Start der Welle. Okay. Das google ich mir mal in Steam oder so. In Steam. Und ihr wisst nie, wo ich gerade war. Ratet mal, wo ich. Wo ich gerade war. Das wollt ihr unbedingt wissen, wo ich gerade war und was ich gerade gemacht habe. Bitte fragt mich, wo ich gerade war und was ich gerade gemacht habe. Bitte, 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 bitte fragt mich. Ja, ich wohne die Ressourcen von Mutter Erde ziehe. Ufo, in der Zeit schaffe ich es nicht mal, einen Hahn aufzudrehen. Meine Katze habe ich Loki genannt, weil... Wo ist denn jetzt mein Steam-Ding hin? Ach, Steam aktualisiert sich mal wieder. Ja, Ufo, und hast du mein Lachsample von gestern schon rausgeschnitten? Ich muss dazu sagen, wenn ich in 40 Minuten dusche, brauche ich genauso viel Wasser wie du in 4. Ich brauche nur länger zum Einschäumen. Und zum Abtrocknen, vor allen Dingen zum Abtrocknen. Ich trockne mich mit der Waschlappen großen Handtuch ab, das muss ich dazu sagen, weil ich sparsam bin und die Ressourcen schon, Herr Ufo. Durchsuchen. StarDev Valley, und das kennt ihr wieder mal beide. Ich finde es ja immer faszinierend. Warum hat denn das jetzt, warum füge ich das jetzt nicht ein? StarDev. Junge, wird man da sauber? Meine Katze habe ich Loki genannt. Lachsample ist im Kasten. Yeah! Ein noch besseres Lachsample? Ja, habe ich doch gestern. Ach, Holy, du bist nie da. Oh, jetzt kaufe ich nur für euch. Merkt euch das. Ein saudrecksteurer Roboter. Den Ninja. Wow, das tut weh. Auf 52 Schrott. Seltener Erfolg freigeschaltet. Und der kriegt jetzt goldene Waffen. Dazu passen die bunten nicht. Kriegt vollständig goldene Waffen. Passt mal auf, wie geil das jetzt aussieht. Sieht. So was Geiles habt ihr noch nicht gesehen. Euer ganzes Leben noch nicht. Ach, jetzt bin ich hier Mensch! Ich bin jetzt in dieser Runde noch kein Lokus. Scheiße. Rapata kann ich nur sein, wenn ich Lokus bin. Guckt mal. Das ist die schönste Spielfigur, die jemals im Universum ein Mensch kreiert hat. Und von daher können die mir schenken, was sie wollen, weil schöner als diese Spielfigur ist physikalisch nicht mehr möglich. Das stimmt. Alles. Und die war richtig teuer. Mann, hat die mich Credits gekostet. Und ich hatte, der Gag ist mal abgesehen vom Seasons Pass und vom Spiel selbst, habe ich nicht einen Cent in dieses Spiel geballert. Andere haben wahrscheinlich schon wieder locker Euros für irgendwelche Kistenlose und so einen Schwachsinn ausgegeben. Aber ich
Ich habe die durch erspielte Credits zusammengekriegt, bis ich sie hatte. Durch Weihnachtspakete. Also physikalisch schöner geht nicht mehr. Noch Fragen? Ich weiß noch, dass meine Mutter ziemlich perplex war, als sie erfuhr, dass ich mir Harvest Moon wünsche, wegen der Ironie ein Spiel zu spielen, das predigt, weniger vom Kasten und mehr an der Natur zu spielen. Warum war deine Mutter da perplex? Miau, miau, miau. Jetzt bin ich kein Roboter. Vor allen Dingen, die nennen die hässliche Giernachtenpanzerung geht. Die können Schönheit nicht erkennen, wenn sie sie selber programmieren. Was für Rotzehohlentwickler. Ich hoffe mal, dass es nur in der deutschen Übersetzung liegt. Relikt Hotel. Vielleicht dachte sie damals noch, Killerspiele wären böse, keine Ahnung. Ja, auch dieses Spiel doch nicht, oder? Harvest Moon ist doch kein Killerspiel. Ich kann dir kaum folgen, Holy, mal wieder. Unendlich schöne Giernachtenpanzerung geht. Also Roboter gibt's auch später. Ey, die steht auf was drauf, das sehe ich jetzt erst. Guck mal, hier steht auf was drauf. Alle Games sind Killerspiele, Ziel. Alle. Ah, ja. Genau, genau. Hotel. So schön. Vergiften unsere Jugend. Früher war alles besser. Yadi, yadi, yadi. Yadi, yadi, yada. Jada, jada, jada. Ja, Holy, da ist was dran, ne? Das stimmt natürlich. Früher war alles besser. Ich glaube, ich habe das schon mal in meinem Video erklärt, dass es dieses früher nicht gab. Es gibt immer nur der Verstand, der sein Heil in der Vergangenheit sucht, weil er da nicht mehr hin kann. Das Jetzt muss der Verstand schlecht machen. Und in der Zukunft kann man auch ein bisschen Hoffnung predigen. Das ist jetzt noch normaler Verstand des Automatismus. Habe ich mal in irgendeinem Video erwähnt. Es gibt kein Früher ist irgendwas besser. Es gibt immer nur Jetzt. Und man selbst entscheidet, ob man das als schön empfindet. Ich habe 9 Liter Pink Grapefruit Brause gekauft für die Feiertage. Feiertage? Ja, morgen ist Tag der Arbeit, deswegen. Alter, was haben die mit dem Hotel gemacht? So gesehen finde ich es nicht schön, dass sie das so krass umprogrammieren. Oh, wow, 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 wow. Ist immer noch krass laut. Aber Dienstag kann ich doch noch einkaufen. Feiertage sind, bleib ich immer schön aus Prinzip zu Hause. Da machen Leute immer komische Dinge. Wie zum Beispiel die Einkaufsläden schließen oder sowas. Verstehe ich nicht, warum das Leute tun. Du bist so bottenhässlich. Auch schön lieben hast du. Jetzt hat er einen Bohren geklaut und steht da nur dumm rum. Oha. Ich hätte doch mal einkaufen gehen sollen. Lol. Ich war extra am Freitag einkaufen. Habe ich doch gesagt, warum. Meine Mutter warnt mich immer, weißt du? Das hat mir wieder mal gesagt, meine Mutter ist die Einzige, also wenn es meine Mutter nicht gäbe, ich wüsste nicht mal, welches Jahr wir haben. Die ist die Einzige, die mich immer darauf aufmerksam macht, wenn dort irgendwelche Feiertage sind. Und da dachte ich mir, oh, einkaufen ist am Montag nicht, tust es doch mal am Freitag, weil meine Zeug war ganz schön knapp. Ich würde am liebsten nachts einkaufen gehen. Ich tue das, Ufo, ich gehe immer 21.55 Uhr geladen. Wenn sie bis 22 Uhr aufhaben. Da ist kein Mensch in dem Laden. Was meinst du, wie schnell ich da durch bin? Ich brauche nur 10 Minuten zum Einkaufen. So angenehm. Musste man machen. 21.55 Uhr da reingehen.
Schon aus Prinzip. Ach, ich krieg die Matrix jedes Mal. Ich habe alles da in Hülle und Fülle. Ich auch. Wir haben das Auto voll gekauft. Brauchen wir mehrere Laster, um meine Einkäufe wegzubekommen. Arschloch. Da fehlt eigentlich nur Cola. Aber tu es nicht. Verdirb dir den Körper nicht mit so einem Dreck, ey. Eieiei. Ich finde, es geht noch in der Plastikflasche. Kaufst du stiegenweise Gemüse in Gläsern ziehe? Ich weiß zwar nicht, stiegenweise heißt, aber ich kaufe nur in Glas, ja, alles. Auch Gemüse, ja. Und zwar wirklich kiloweise. Ich habe so viele Erbsen, Möhren und grüne Bohnen und rote Bohnen und weiße Bohnen und weiße Bohnen in roter Soße. Das könnt ihr überhaupt nicht vorstellen. Ich habe Bohnen, Erbsen und Möhrenparadies bei mir. Da steht alles bei mir im Bad. Meterhohe Berge, alles in Glas. Und alles in Bio. Je nach Stiege sind es 12 Gläser. Ja, das ist richtig. Stiege, genau 12 Gläser. Ja, Uwe, du weißt, wovon wir sprechen. Das sind immer 12 Gläser. Und ich habe 3 solche Stapel von diesen 12 Gläser-Dingern. Und ringsherum noch Gurken und Rotkohl in Großgläsern. und Tomatensauce in Flaschen. In Flaschengläsern. In Glasflaschen. Und 3 solche 12er-Dinger, ja. Und kiloweise trockene Nudeln und Reis, damit ich bloß nicht einkaufen muss. Ja, das Einkaufen ist ein No-Go. Ist nicht duldbar. Das Essen hat einfach vor mir zu erscheinen. Das habe ich auch schon mal in den Videos gesagt. Steht was auf dem Binion. Aha. Ziehe wegen dem System Crash Vorräte? Nee. Einfach nur, weil ich nur 2x im Jahr einkaufen gehe, Ufo. Ich habe das an den 2 Livestreams auch schon erzählt und ich hoffe wirklich dazu, dass er jemals dazu kommt, die zu gucken. Und zwar, da sind Menschen. Matrix-Roboter. Und deswegen gehe ich nicht in den Einkaufsladen. Ich hasse das. Ich gehe nur einmal im Monat einkaufen. Die Lautsprecher, das beeinflusst mich psychisch. Das ist ganz schrecklich, das, was da über die Lautsprecher da kommt. Das, da habe ich auch ein Video zu gedreht. Das lade ich, glaube ich, übermorgen hoch. Oder vielleicht schon morgen, weiß ich noch nicht. Da ist immer diese ekelhafte Werbung, diese Kaufland-Werbung über die Lautsprecher. Und wenn du das 3-mal hörst, hast du es dann zu Hause als Ohrwurm. Und da ich mich Werbung nicht aussetze, gehe ich ungern in diesen ekelhaften Matrix-Laden. Ich muss da jedes Mal brechen, wenn da diese Ansage kommt über die Lautsprecher. Und da dieser hässliche, unecht ausgedrückte Jingle. Ups. Einkaufsminimierung. Ja, das spart ordentlich Zeit. Ja, nicht nur Zeit. Es belastet psychologisch den ganzen Bullshit, den man da mitkriegt. Ich gehe alle 4 Tage einkaufen zur Zeit. Ja, Uwe, das ist Wahnsinn. Alle 4 Wochen geht man einkaufen. Und selbst das ist noch zu oft. Ich würde es am liebsten so hinkriegen, dass ich nur alle 6 Monate einkaufen gehe. Menschen übertragen Krankheiten. Das ist... Holy, das ist mein geringstes Problem. Da ich nicht an die Illusion von Krankheiten glaube. Das ist also eine Matrix-Illusion, dass es sowas wie Krankheiten gäbe. Aber dazu wird es auch noch ein Video geben. Nee, ich einfach die Menschen nicht begegnen und diese Ansage über den Lautsprecher, das belastet mich psychisch. Diese Jingles, die sie da immer labern. Das speichert sich als Ohrwurm ab und mein Gehirn soll sauber bleiben. Und von diesen ganzen Matrix-Käse belästigt werden. Bei Werbung dulde ich nicht. Weder im Einkaufsladen noch bei mir zu Hause noch sonst irgendwo. Ich kann aber leider nicht alle 6 Monate nur einkaufen gehen und ich würde das vorratsmäßig und lagerungstechnisch hinkriegen. Ich könnte wirklich 6 Monate im Voraus kaufen. Da brauche ich Unmengen. Weil ich fresse auch viel. Was wollte ich sagen?
Weil ich dann kein frisches Zeug hätte. Frischen Salat, frische Tomaten würde mir empfehlen. Ich hätte dann keine frische Rohkost. Und Tomaten halten sich leider nicht 6 Monate. Die Arschlöcher. Die Dreckstomaten, die halten sich nur 3 Wochen oder so. Wenn es hochkommt, dann werden Tomaten matschig. Wo sind die von 100-jährigen Omis betriebenen Familienbetriebe hin? Ja, in meiner Gasse ist einer, aber leider nur ein Bäcker. Und der macht mittlerweile wahrscheinlich auch Gift ins Meer rein. Der nimmt ihn eigentlich nur mehr in Wasser. PS, Holy, ich habe heute schon wieder einen Star Wars Film geguckt. Ich habe noch mal eine Frage an dich, Holy. Welche Farbe hatte noch mal Obi-Wan? Nicht schwer. Da hat man noch Klönschnack-Glut getut, wa? Wenn du damit meinst, dass man da sich eine Stunde unterhält, ja, kenne ich. Der DDR-Ramschladen haben wir ja. Aber leider nur Bäcker eben. Und der ist noch so gefliest wie in der DDR. Der hat noch diese hässlichen gelb-schwarzen DDR-Fliesen. Der hat, wenn, und diese Türklinke, die ist auch noch vom vorvorigen Jahrhundert. Also wenn ihr diesen Laden von innen sehen würdet, da ist nichts modernisiert worden. Dieser Bäcker, der ist da seit 80 Jahren, generationenübergreifend. Grün oder blau? Eben, das ist hier die Frage. Du hast die Rätsel. Hatte dieser komische Skywalker grün oder hatte Obi-Wan grün? Du warst ja nicht sicher. Ich weiß es jetzt, Holy, im Vergleich zu dir. Waren die nicht 109, die Omis? Ja, mindestens. Ja. Ja. Kennen wir, hatten wir, waren wir. Und der Bäcker hat das jetzt mit seinen 80 Jahren an seinen Sohn übergeben. Und der Bäcker da weiter rum. Und die Brötchen sind noch ungefähr wie damals. Aber ich weiß nicht, was man Zeug reinmacht. Solche Läden gibt es hier nicht mehr. Ja, Ufo, musst du zu mir ziehen. Beim Zielführer gibt es nur zielführende Dinge. Du würdest meinen Bäckerladen lieben. Du willst ja auch nicht mehr raus. Du denkst, du bist vor 50 Jahren in der DDR, wenn du da reingehst. Da ist die Zeit stehen geblieben in den Laden. Du würdest den lieben. So, und wenn die Kleinen was gemobst haben, gab es keinen Ärger und so. Ja, Clown war damals noch Standard. Ich habe da in einer Tour Kostenloses gekriegt. Da war immer eine Arbeitskollegin von meiner Oma drin, die den Laden geschmissen hat. Und da habe ich in einer Tour kostenloses Zeug gekriegt. Gummischlangen oder irgend sowas. Die hatten da so Gummi, so wie Gummibären, wisst ihr? Bloß eben als Würmer und als Spaghetti. Aber die hatten mit der Zeit leckere Käsebrötchen, also mit Käse überbackene Brötchen. Das war mega. So was Leckeres habe ich mein ganzes Leben schon nicht mehr. Also das müsste ich mal wieder. Hier sogar meine Boom hat Geschenkpapier. Alle Geschenkpapier, nur Pistole nicht. Scheibenkleister. Naschtüten zum selber zusammenstellen und so. Ja, 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 Holy, genau. Mit Centbeträgen pro Gummi. Ja, 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 genau diese Dinger, Holy. Ziel, wer weiß, vielleicht machen wir alle irgendwann einen Öko-Bauernhof. Ich muss nur mehr Twitch-Money. Ich würde mich sofort anschließen, Ufo. Ja, Twitch-Money anschaffen, genau. Unsere eigene Star-Dev-Valley-Farm, genau. Ich habe immer ein Wiener Würstchen bekommen als Kind oder in der Milchbrötchen. Ja, ich auch. Und zwar bei Metzger damals. Die haben ja immer eine kostenlose Wurst gegeben. Hätte ich gewusst, dass das ein Lebewesen mal war, hätte ich das nie gegessen, mal davon abgesehen. Aber ich habe als Kind in einer Tour Wurst von Hals geklatscht. Ich kriegt entweder eine Scheibenwurst oder eine Bockwurst. Haben die mir als Kind immer gegeben beim Fleischer. Das war auch noch, das war aber schon ein modernisierter, das war so 90er Jahre Kaff. Aber wir sind hier in der Stadt, wir waren ja alle per Du. Meine Oma und meine Mutter, die hatten ja in einer Tour irgendwelche Arbeitskollegen, die das betrieben haben, also ehemalige. Mit kleinwüchsigen Nachbarn, die alle nett sind und Manga-Augen haben. Genau, genau sowas haben wir hier. Wir haben ja alles, Holy. Ich wohne im Wunderland.
kleinwüchsiger Hof- und Erntehelfer. Genau. Genau. Ach, so schön hier. Ich wohne ja in einer mittelalterlichen Stadt. Hier ist ja, hier gibt es das tatsächlich noch. Respawne! Kommt mich doch alle mal besuchen. Ihr müsst in diesen Bäckerladen da rein. Ich spendiere euch sogar Kuchen, wenn ihr das macht. Ich würde euch sogar Kuchen spendieren. Und ich bin echt ein geiziger Mensch, das muss ich dazu sagen. Aber euch in diesem Laden sehen, das wäre, ach, das wäre ein Traum. Ein Traum. Da hat sich echt seit 1950 nichts geändert. Die Türklinke ist sogar von 1888 oder so. Wir konnten uns auch ein Zwergenreich erschaffen, wo wir die Herrscher sind. Genau, genau, ist eine gute Idee, UFO. Das ist eine sehr, sehr, sehr zielführende Idee. Ficken! In Wirklichkeit sind das alles Gummimasken, unter denen die hungrigen Kinder malochen müssen und sich als Lilliputaner ausgeben, wenn die Behörden kommen. Mit Predigen, warum es gut ist, zu dienen und so. Wieso predigen das die Behörden? Glaube ich auch langsam, Holy. Den Gag habe ich jetzt nicht verstanden. Auf Hicken! Die Stuart Valley Buntheit und die Musik dazu. Okay. Vielleicht möchte ich jetzt auch Stuart Valley mal spielen. An dieser Stelle. Aber einmal muss ich noch ran, dieses ekelhafte Star Wars Game zu Ende spielen. Das wäre mal ein Horror Game. Aus Last 2. Ja, und die Zwerge in winzigen Kostümen, die wir uns zusammen ausdenken. Also Kinder mit Gummimasken steckt ihr da drunter. Das ist ja... Und Zwergenkostüm. Moment. Ah, geht doch. Das konnte man früher nicht an der Stelle. Das ist schon schön. Nee, 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 nee. Ach, jetzt ist der Ring schon wieder weg. Oh, hier hat jemand einen Bronzeknäscher liegen lassen. Give me the Bronze, give me the Bronze. Die grünen Waffen will ich mir aber irgendwann kaufen. Oh, es hat noch Zeit. Die kosten ja 2400. Give me the Bronze. Ich meine echte Zwerge, keine Kinder. Ach, schade. Also echte genetisch veränderte, genetisch von dir veränderte, im Labor veränderte. Bei der Verfilmung nehmen wir statt Gummimasken Wachsmasken, die dann in der Enthüllungsszene schmelzen und die Trauer auf den Gesichtern der Kinder creepy wiedergeben. Groffel, das tut denen doch weh. Du kannst nicht einfach wachsen, da fressen schmelzen.
Oli, du hast immer eine sehr perverse Fantasie. Scheibengleister! Aber die Zwerge dürfen keine Waffen haben und keine Kampfkünste lernen und keinen Kraftsport machen. Natürlich nicht. Hallo? Ihr könnt echt nischt. Wehrt euch doch mal. Verdammt. Das gibt's doch jetzt nicht. Verlieren wir das? Star Death Valley. Irgendwas musste das angetan haben. Sieht ja aus wie Zelda. Und haben die da jetzt irgendwas neu gemacht? Oder warum redest du die ganze Zeit von dem Spiel, Holy? So. Bitte keinen keimwüchsigen Witze mehr. Rolle. Und diese freundlichen Gesichter, welche mich zuvor so besänftigt hatten, waren es, welche ein tiefes Grauen in mir hervorriefen. Lovecraft? Was meinst du mit Lovecraft? Ja, das Fest. Ich kann euch nicht mehr folgen, ich brauche mehr Kontext. Kontext. Was wäre das Leben ohne Kontext? Lass mir mal bitte Locus sein. Damit der liebe UFO-Mann seinen Roboter sieht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ist das Absicht? Oder steht das noch gar nicht fest? Ach, steht noch gar nicht fest? Ah, hier. Jetzt steht noch gar nicht fest, welcher ich bin. Guckt, das so würde ich aussehen. Schwarz mit goldenen Waffen. Was gibt's Edleres? Nur wegen UFO gekauft. Lovecraft, Reif Schriftsteller. Hä? Das ist ein Schriftsteller. Lovecraft ist ja wohl mehr als ein Schriftsteller. Wer ist das? Kenn ich nie. Kann man den essen? Mein Gott, bin ich edelgolden. Bitte lass mich ein Bot, soll diesmal sein. Stillstand. Fallout? Altstadt? Ja, Stillstand habe ich ja eben hier. Mehr als ein Schriftsteller. Mehr
Mit Drogen und Absinth könnte ich Ihnen auch sowas schreiben. Ich hoffe. Lest ihr sowas? Ihr lest doch gar nicht. Ich kenne euch doch. Konnte ich jetzt etwa entscheiden, dass ich unten mit im Locust-Team bin oder was? Weil ich bin's jetzt einfach. Und das wär's ja, wenn ich das immer entscheiden könnte. I'm a bot. Gut hinhorchen. Da klingt sehr mechanisch beim Laufen. Lol. Da lässt mich Locust sein, wenn ich das will. Dann nimmt in einer Tour die Maps, die ich anklicke. Wie geht das? Ich habe 30 Jahre intensiv gelesen. Ja. Und seitdem du der Zielführer Bücher rät, machst du schon aus Prinzip nicht mehr. Wenn ich ein Kind hätte, würde ich den knallhart eine irgendwas Mütze aufsetzen und runterbaumeln mit dem Target. Die haben das weggemacht. Ey, die haben das umprogrammiert. Wobei, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich glaube, das Geräusch ist noch da, aber die haben es leiser gemacht. Weil der hat immer schöne Quietschgeräusche beim Laufen gemacht, aber die hört man nicht mehr so intensiv. Na, das ist ja scheiße, das war eines der coolsten Dinge. Oh, immer stimmt mir der Sound nicht. Irgendwie kriegt der AG eine richtige Grafik drauf. Sieht ja nicht elegant aus, nur die Arme sehen ein bisschen verschwommen aus. Das scheint so zu sein. Deshalb hast du auch kein Kind, Holy. Da gibt es echt schnuckelig gestrickte Schokolus. Ich habe echt was an den Sound geschraubt. Sag mal, viel Quietsch hier. Ah, das hat früher immer mehr gequietscht. Das ist doch blöde. Quietsch schon immer noch deutlich leiser als früher. Geht durchaus geeignet für Kinder, aber es führt die Kinder in die Nähe der dunklen Seite. Wovon redet ihr? Papalabab, dunkel oder hell, Wissen ist Wissen. Lol.
Ja, das hat definitiv mehr gequietscht. Oh Scheiße. Dass sie diese Spiele nachträglich immer ändern. Das geht mir so auf den Zeiger. Das klingt schon noch mechanisch, aber... Kinder müssen vor den Pädoiden schützen. Ist das eklig. Seht ihr das? Ich mach mir meinen Salat mit meinen schnurlosen Kopfhörern. Okay. Aber viel zu hören gibt's ja in dem Spiel nicht. Auch viel zu sehen. Ich hab mir. Du musst viel hingucken, UFO. Ich hab mir extra den Ninja nur für dich gekauft. Den furchtbar schwarzen Roboter. Ey, Yoda-Keule. Ich glaub, die Macht ist voll Knorke in diesem da. Was in meinem? In mir? Was mir immer noch nicht gesagt, welche Farbe Obi-Wan hat. Nicht raten. Wissen. Ich weiß es nämlich. Warum? Ich wurde mit diesem Wissen schon geboren. Ich tippe auf blau. Du tippst richtig. Es ist tatsächlich blau. Das einzige, was grün ist, ist das Übungsschwert von Skywalker. Und in Teil 2 hat dann Skywalker auch blau. Da haben sie alle blau. Grün ist nur das Übungsschwert von Skywalker im ersten Teil. Da war er ja noch nicht richtig am Fighten, sondern nur am Üben. Ich muss ja dein Gelaber hören, siehe, sonst gibt es wieder Schimpfe, wenn man was nicht gehört hat. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mir schon für 2400 Euro einen Roboter kaufe, dann musst du mein gesamtes Arsenal an Labereien anhören. Spielt sich auch deiner Meinung so schön mit Roboter. Wie schöner immer zerdeppert der Roboter.
wenn er zerschossen wird. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter, Butter, 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 Butter. Wobei, diese Nasher könnte man eigentlich so bunt lassen. Das würde halt zum Roboter passen. Oder wäre es weiterhin für goldene Waffen? Passt Gold zu Schwarz? Ich finde das Knorke. Würde ein gewisser jemand sagen. Ach, zu den roten Roboter gibt es übrigens kupferfarbene Waffen. Das würde auch wiederum passen. Aber als nächstes hole ich mir grüne Waffen. Grün zu dem schwarzen, ja. Grüne Waffen würden zu dem auch passen. Aber die grünen Waffen sind unmenschlich teuer. Nein. Würde ich 4800 benötigen. Dann öffnen wir nach der Runde mal noch ein paar Kisten. Ach, ich habe euch noch gar nicht gesagt, wo ich vorhin war. Vor allem ist das genau der Roboter und die Waffen, die er eh schon haben wollte. Und jetzt hat er es nur wegen mir gekauft. Jetzt bin ich wegen dir erschossen worden, UFO. Genau, ich hab's nur wegen dir gekauft. Das musst du zu würdigen wissen. Deswegen musst du mir jetzt Subwoofer donaten. ja. Und, was soll ich jetzt noch sagen? Genau. Nee, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen wollte. Scheiße. Grüne Waffen wollte ich noch haben. Die leuchten schön. Ficken! Ich bin von Squirrel, ein englischer Genießer, vom Beruf Erbe und Großgrundbesitzer! Ja, das bin ich auch, Holy. Ich bin von Squirrel, englischer Genießer. Irgendwas Kluges wollte ich noch sagen. Ah! Auf jeden Fall brauche ich mehr Schrott, weil alle coolen Dinge kosten 2400. 2400 ist mit 20 und 5er Schrottteilen immer ganz schlecht hinzukriegen. Hua! Was, Alter? Ja, was, ich wollte noch fragen, was ihr von grünen Waffen auf schwarzen Roboter halten würdet. Cooler Beruf. Beruf Erbe und Großgrundbesitz. Ich dachte, eine Show auf RTL von Squirrel hilft den Armen. Roffel. Holy, kennst du den Dicken, der die Zigarettenreviews macht? Das ist auch so einer. Nee, auf YouTube? Willst du Link? Ja. Ein Großgrundbesitzer. Reicht das Geld ein Leben lang, Holy? Dieses Großgrundbesitz? Ein Großgrund hätte ich auch gerne. Wo man selber Essen einbauen könnte. Das würde ich total feiern. Könnte ich mir Einkauf sparen. Ich hab doch gedrückt, Mann! In der Show ginge ich dann so zu Hartz-IV-Empfängern und bringe ihnen die gehobenen Geflogenheiten bei und erkläre ihnen subtil, warum sie selbst schuld sind an ihrer Situation. Holy, du bist das pure Böse. Das ist doch der mit diesem komischen.
Was ist denn das? Er hat ein grünes X auf der Waffe. Was denn alles gibt, ey? Krass, Alter. Guck mal, mein Roboter hat von nahen sogar einzelne Lamellen. Wie meine Waffen, die haben auch Lamellen. Wie meine Waffen haben solche Lamellen. Und der Roboter hat auch Lamellen. Mein Gott, was kaufe ich mir für Qualität? Und Squirrel hilft den Armen, genau. Indem er ihnen subtil sagt, warum sie schuld an ihrer Situation sind. Hab ich gestohlen von Christian Ulmen. Da spielt Alexander von Eich. Ich empfehle jedes Video von dieser Figur. Pures Gold. Okay. Reisebüro kann ich empfehlen. Oder Windhundführerin. Ich such mal ein gutes raus, wobei es ja die Playlist. Windhundzüchterin. Tierzüchter geht gar nicht. Das ist also ein unmenschlicher Ruf. Ein sadistisches. Sehr geil, und das hier ganz oben ist ein Job bei Lidl an der Kasse. Ich kann mich nicht folgen, weil ich habe nicht mal eben nebenbei die Zeit, mir das anzugucken. Das ist mein Humor, Leute. Au. Pures Gold. Er macht auch Interviews mit Politikern. Cool. Ihr habt einen sehr raffinierten Geschmack. Gott, Gott. Ach, der Typ. Ah, oh, den kenne ich. Ach, der lief ja mal vor 100 Jahren im Fernsehen. Oh, ist das lange her. Scheiße, den kenne ich auch noch. Das ist ein dicker Mächtiger-Komiker. Hast du das mit den Erben wahrscheinlich auch von den Typen geklaut? Garantiere ich dir. Holy ist nur am Klauen, da lässt sich eine Schule selber einfallen. Oh,
und Besitzer. Zu meiner Verteidigung gab es jede gute Idee schon vormals. Nicht unbedingt, Rowdy. Konsul soll auch ein toller Beruf sein, aber frag mich, was das ist. Das ist ein Konsul. Gute Frage. Mann, die zerschießen mich, wenn ich Roboter bin. Alles UFO schuld, haha. Er hat mich gezwungen, hat mich in Roboter zu verwandeln. Konsultiere heißt ja aufsuchen. Vielleicht etwas wie ein Botschafter. Bestimmt. Ich bin Botschafter. Könnt ihr mal sehen. Was macht man da so in diesem Beruf? Hebt denn sein Blut an meiner Hose? Aua! Ein Konsul. Ich bin ein Hochwohlgeboren. Seit ich denken kann, fragen mich Menschen, was ich gerne beruflich machen würde. Sind die alle total bescheuert? Herr UFO, was würdest du gerne beruflich machen? Sag mir das doch mal! Herr UFO, sie sind alle völlig blemblem. Ja, allerdings, ne? Ich hab eine Farbe. UFO, ich hätte gerne Antworten. Die Frage nach dem Beruf an sich ist schon total unverschämt. Geht gar nicht. Ratet mal, wo ich vorhin war in der Pause und was ich da gemacht habe. Macht mir mal den Spaß. Und Passagierschein A38 läuft bei denen gar nicht. A38? Verdammt. Lass dich nicht stören. Vor allem, wie Zier es schon in einem Video beschrieb, bei jedem Beruf heißt es dann, das kannst du aber nicht werden machen. Erstens das. Und wenn du es machen kannst und darfst und du das Glück hast, dass dich jemand ausbildet, musst du erst mal schön 3 Jahre warten, bis du den Beruf dann ausüben kannst. Weil du erst mal einen Darfschein dir erarbeiten musst. Und wenn du dann diesen Darfschein für diesen Beruf hast, wenn du dann den Darfschein erst mal hast, dann bist du ein Leben lang an diesem Beruf geknechtet und kannst nicht einfach mal so aussteigen nach einem Jahr und was anderes Kreatives machen. Nee. Da musst du erst mal 3 Jahre einen neuen Darfschein machen, damit einen neuen Beruf machen. Ja, das kam auch im Livestream vor, das Thema, ja?
Weil der Kollege, der den Livestream mit mir geführt hat, der hat gesagt, ja, was hat er denn gesagt? Er wechselt alle 5 Minuten Beruf. Der macht nur irgendwelche Jobs, wo er dann nur 3 Stunden am Tag arbeiten muss. Lol, was lol? Ah, natürlich haben sie mir bei jeder Idee, die ich in meinem Leben hatte, in der Schule immer gesagt, das funktioniert nicht. Ne? Ist ganz klar. Schriftsteller? Nein. Maler? Nein. Buchautor? Nein. Geht alles nicht. Gibt's alles nicht. Wissenschaftler? Nein. Geht nicht. Weil du brauchst gute Noten und so. Gute Noten in der Schule, wo man jeden Tag verprügelt wird und so. Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Kenn ich wieder. Noch ein schönes Video drüber machen oder den Scheiß. Und werde ich auch noch. Weil der Typ hat mir in den Stream gesagt, also ich möchte ihn doch bitte in den zukünftigen Videos über die letzten 15 Jahre meiner Arbeitsbeschaffung erzählen. Ich weiß noch gar nicht, ob ich das so möchte, aber naja. Der Zigarettentyp ist ja geil. Was? Wer? Wo? Und sehr niveauvoll. Niveauvoll. Scheibenhonig. Kurz hören, nein.
Öffnen wir mal noch ein bisschen von den geschenkten Müll. Sind ja auch 16 Pakete. Wow, der Ember sieht cool aus. Smiley-Lenser. Jetzt haben die den ins Deutsche übersetzt zu Grinselenser. Sind die total bescheuert? Blutomen-Lenser. Wow. Das sind mal drei Farben, wo ich sage, gar nicht mal so zum an die Wand kotzen. Sondern nur halb zum an die Wand kotzen. Und dieses theatralische Kisten öffnen, ne? Na, die Halskette muss ich gleich mal verkaufen. Optische Bulldog. Ach, das ist dieser Effekt. Das sind alles nur Skins. Aber die bringen schöne Kohle. Voodoo Boomshot. Ach, mit Knochen drauf. Drachenauge-Snap. Ich weiß nicht. Hippie-Lenser. Nee. Weißt du, wenn der jetzt wenigstens knallbunt wäre wie Regenbogen-Hippie, ja, nee, machen sie schwarz mit und hässlichen Schwarz-Weiß-Zeichen da drauf. Die kann ich alle verramschen. Elfenbein, Achter, Dropshot. Grinsen. Smiley-Snap. Zucker-Argon. Argon habe ich mir zweimal neu gewünscht, aber doch geht Zucker. Ey, Smiley-Markern. Smiley-Boomshot. Brauche ich alles nicht. Wieder. Oha. Eine Videgier ohne Helm. Das ist wirklich selten. Das war mal was Seltenes bei. Die gebe ich nicht so schnell her. Nicht mal für 600 Schrott. Diese drei Farben behalte ich. Die Zucker kann ich alle verkaufen. Mal gucken, wie viel Schrott ich gleich mache. Ja, alles geschenkt da Ramsch. Ja, diese Voodoo-Scheiße können sich sparen. Ich wollte eigentlich schön sauber halten. Ja, Zucker ist hässlich. Ich weiß nicht, was es sein soll. Zerbrochene Glasscherbe oder irgend sowas. Ein Smiley-Grinse-Ember. Ich habe jetzt fast für jeden diesen Smiley-Skin. Killer-Dropshot. Die ist gut. Eine statische Longshot. Eine statische Longshot. Stapler-Boomshot. Nee, ist hässlich. Hab schon hübsch. wenn man sich schon entschieden hat. Das ist so, als würde man den ganzen Tag neue Klamotten geschenkt bekommen in Real Life, obwohl man eigentlich schon drei T-Shirts hat. Okay, Tattoo. Rotz, Rotz, Rotz. Die alle zu verkaufen wird mühsam. Zeitfraß ist das. Blutomen-Ember sieht nicht so schlecht aus. Habe ich auch wirklich in Smiley auf allen Waffen. Schiller finde ich auch nicht so schlecht. Dieses blau, orange, grün könnte ich mich gewöhnen. Was haltet ihr von diesem blau, orange, grün da? Von diesen Overdrive und von diesen Schiller Overkill? Einfach nur von den Schiller meine ich. Von diesen Overdrive und den Schiller. Das sind nochmal coole Formen. Jetzt sagt doch auch mal eure Meinung dazu. Seid so schweigsam.
Schwarzer Achterkugelverstecker. Ja, Overdrive. Und habe ich jetzt für alle. Das ist schon mal gut. Wir wollen sie jetzt für haben. Entweder 400 solche Öcken. Oh. Rahmenankunft kann man nur für Euro. Hier kann man 2000 solche Öcken. Hier kann man 400 solche Öcken. Lohnt nicht. Weihnachtspaket habe ich alles schon. Ich habe schon, was ich will. Ach du Scheiße. Ja, dann gucken wir mal, was wir jetzt alles Neues dazu bekommen haben. David Nash. Was soll das sein? Sie meinen auch einfach nur eine Weise. Ah, das kann man nicht zerstören. Das. Oh, das bitte zerstören. Danke. Ja, für 20 Schrott. 250 sind es jetzt. Mal gucken, wie viel Schrott und einen das jetzt gebracht hat, geschenkt. Ein bisschen was von den 200 hatte ich ja vorhin schon zusammen. Hier Schenkpapier, eigentlich hatte ich schon grün-orange. Das hier Schenkpapier, Smiley Lancer, Peace-Zeichen. Das ist einfach nicht wert. Dann liver die Kohle ja. Wenn es wenigstens knippelbunt wäre. Was soll denn das sein? K-Tattoo Lancer. Im Grunde genommen. Das ist ein gelber Lenser. Weg damit, ich brauch's einfach nicht. Sieht zwar ganz schick aus, aber auch niemand. Das ist normal Skin. Hier, was ist dieses hässliche Weiße? Kann ich definieren. Der ist ein Velociraptor-Skelett-Maul aber unterm Strich. Du Scheiße. Ne, den behalte ich, der ist cool. Der kann weg. Ja, die kann ich alle nicht mehr loswerden. Ne, der ist zu cool. Der würde mir hier bringen 20, der ist aber zu cool. Jedenfalls ist schon was Gutes dabei, aber was ist dieser David Nash und was soll der Scheiß? Diese Schenkpapier brauche ich eigentlich nicht mehr, aber. Ach, für 5 kann man behalten. Obwohl. Wenn ich das bei allen Waffen sage, da summiert sich ja was. Okay, was haben wir hier Schönes? Lass mich raten. 5? Ja. Smiley. Braucht man doch nicht, dieses Rot-Ding. Das eigentlich ist es, de facto ist es Quatsch. Ja, 20, hallo? De facto brauchst du kein Drachenaugenfächer. Ja, ich habe eine 40, damit du die Grünen kriegst. Ja, Peace, totaler Rotz, weg damit. Nicht für 20. So, wieder da. Habt ihr wieder irgendwelche lästert? Ja, Ufo, ich rede die ganze Zeit mit dir. Also, es ist Unverschämtheit. Ich habe gefragt, was er dazu sagt, aber es kam keine Antwort. Oh ja, für 20, ja, damit. Ich habe gerade 18 Kisten geöffnet. Ach, kann man doch nicht verkaufen. Weg, weg, weg damit. Ah, ich kriege die nächsten 2400 schon wieder zusammen. Ich will sagen, das ist schon der zweite Smiley, den ich erstmal behalte, aber im Grunde genommen ist es Quatsch. Ja, die sind halt hässlich, aber die kann man nicht mehr loswerden. Smileys würden mir jetzt mal 5er bringen. Das ist der neue. Der würde 20 bringen, aber der sieht zu kalt aus. Also das ist wow. Dem würde ich den Locust geben. Ja, das kann weg. Vor allem für 20. Das Drachenauge. Das ist zu wertvoll. Ja, im Grunde genommen. Ich weiß es eigentlich.
Man sieht's an der Pistole eh immer nicht. Gern weg. Das hat sowas wie Wisses, aber. Du brauchst es letztendlich doch nicht. Das ist echt der Hammer, ja. Wow. Das würde zu meinen Lokus passen wie die Faust aufs Auge. Das nehme ich auch von Lokus gleich. Ich muss das mal jetzt dazu kommen, ja. Dieser Smiley. Den werde ich behalten. Vintage kann jetzt eigentlich weg. Obwohl, nee. Der kann jetzt weg. Jo, bist echt krass. Support aus Aachen. Ah ja, hallo Musik-KZ. So, ja, runde Waffe, genau. Was jetzt hier schön ist. Ja, Weltklasse ist das. Weg damit. Oh ja, 20, wunderbar. Kann ich weg? Scheiße. Ja, das ist dieses. Kann nicht zerstört werden. Ah, die Kette kann weg, ja. Oh ja, super doppelt. Geil. 40 Stück. Weg damit, weg, weg, weg. Oh, 255 habe ich schon zusammen. Nein? Da war noch einer, den man zerstören kann. Zucker. Zucker kann immer weg. Spottnäslich. Englisch ist nicht so deine Stärke, wa? Was? Wieso? Ich kann fließen Englisch. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ist hier jetzt irgendwas Neues dazu gekommen? Ach, da ist ja hier dieses. Was hatte ich da jetzt? Eine normale. Das meine ich, das finde ich Weltklasse. Also das ist ja mal cool. Wolder, schwarz-weiß. Ja, hier haben wir eigentlich schon das Beste, oder? Hier kann Smiley weg. Grüne Markzeit geht nicht weg. Ah, das Jubiläum. Kann jetzt eigentlich auch weg. Bisschen wehmütig, aber wann hat man diesen Game schon meine Markzeit in der Hand? So wie nie. Da haben wir schon das Beste. Ja, das ist, ja, kann man sich fast nicht entscheiden. Retro kann weg. Ach, Zucker kann weg. Oh, sogar zwei. Gibt 10 Öcken. Wunderbar. Schade, dass so viel Zeit bei diesen Verkaufereien drauf geht. Aber wir wollen ja wieder 240 zusammen kriegen. Wir wollen ja noch einen grünen Lenzer. Und einen grünen Knäscher. Ja, das ist schon okay. Das sind zwei bunte Dinger an. Jobshot. Overkill. Schade, kann man nicht machen. Wunderbar. Jetzt wird es geschmackvoll, Leute. Ja, das Voodoo-hässliche Ding da weg. Oh ja, 20 Stück für Voodoo, einwandfrei. Was ein hässliches Ding. Ja, wenn man so eine schöne Quickie-Elbe hat. Da noch ein Smiley. Ich lasse das einfach mal so. Vintage, was haben wir jetzt für Schönes? Oh ja. Nimm. Knallbunte, quietschbunte Waffe. Ich kriege die nicht mehr ein. Weg damit.
Woher kommst du? Aus Deutschland, hörst du es nicht hinaus, Mensch? Aus Hochdeutschland komme ich. Zucker, Banane weg. Vintage behalte ich, das war ein cooles Gold. Kann ich zwar nie wieder brauchen, aber ich behalte es trotzdem mal. Ah, nein, nein, nein. Gut. Und jetzt noch die hier. Guckt mal, was, wie schön meine Waffen mittlerweile sind. Ist das der Hammer? Das ist ein reiner Orgasmus, diese Waffen. Nur noch hier schmackvolle Waffen. Herrlich. Also hat sich dann doch gelohnt. Ja, hier kommen wir anstatt. Doch, doch, doch. Zack. Alter. Geschmackvoll. Das kann weg. Ja, bitter 20. Bist du eigentlich ein Hurensohn? Oh, Gottchen. Ich gehe mal davon aus, dass du mich nicht gemeint hast. Dein Akzent gefällt mir nicht. Ja, das ist dein Problem. Ach ja. Bin schon weg. So. Das behalten mit dem Täppchen Schmeidi da vorne drauf. Nee, ist es nicht wert. Und nicht. Oh, Alter, echt? 150? Also echt mal holy. Walte mal deines Amtes. So. Was haben wir hier? Wollen wir das Orange behalten? Oder aufgrund der Tatsache, dass wir das Ding so eh nie haben, kann es weg. Ja, bei 20 kann es weg. War echt, das Uhr ist 150? Da kann ich nicht nein sagen. Das war, glaube ich, sowas von. Halt, stopp. Das ist ja fast identisch mit der, ja. Dunkelblau, hellblau. Oh, das muss weg. 150, weg damit. Auch kein Mensch. Ich überlege, ob ich jetzt das grüne Geschenk bei mir wegmachen soll. Hier ist, glaube ich, was richtig Cooles dazugekommen. Marco, hör auf mit solchen Ausdrücken. AMK. Eins vs. eins, Snitch. Was ist das denn? Die Oh, das passt zum Roboter. Die funkelt und blinkert, ja. Lass mich raten, 150 ist die gebe ich nicht mehr her. Alter, ist die hübsch. Nein, die gebe ich ja nicht her. Die nehme ich jetzt einfach mal. Real life, mehr als du, war. Da ist aber weg, ja. Zack. Weg, weg. Leute, 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 Leute. Das hat euch noch niemand gesagt, aber ihr seid auch so als Mensch was wert. Ihr müsst euch nicht günstig erhöhen, indem ihr euch die Fresse einschlagt. Ganz, ganz traurig. So, Longshot. Was haben wir hier? Das Ding. Genau, das glänzt und funkelt. Statisch. Okay. Und was haben wir hier noch schönes an Farben? Oh, das kann weg. Pui, da wird hässlich. Spiel gegen Markus, 1 gegen 1, der nervt. So, was haben wir hier? Zucker weg damit. Also das sind doch so viel Wort, dass ich ja fast ein Tausender zusammenkriege. Damit hätte nicht mal ich gerechnet. Und jetzt mit diesen Orangen. Ach, das ist hässlich, weg damit. Hier hätte ich mal einen neuen Skin gebrauchen können. Aber der Orange, das ist ja nicht wert. Alter. Ufo, was sagst du denn hierzu? Sag mal was Positives. Ach, jetzt hat der hier überall noch hässliche Waffen. Jetzt muss ich die bei dem auch noch umstellen. Oh Gott. Das ist ein Roboter, hat fast bronzefarbene Welle passen, ne? Die wollte ich behalten. Das ist eigentlich nicht schlecht mit dem Stern. Snap-Pistole als Silber? Ne, die behalte ich alle.
Ja, Wind, Dennis, was haben wir da jetzt alles Schönes? Das bunte Zeug mag ich nicht so ziehen. Ja, ich weiß das. Ich feiere das. Ich kann da drauf wichsen. So geil ist das. Das kann nicht bunt genug knallen. Ist das geil? Jens, das ist so geil. Da fast ein Jahr arbeite ich jetzt schon daran, die Waffen in so eigenes Skin zu bekommen. Das ist Hammer, wie im Süßigkeitenladen. So. Diese Bulldog hier, das ist ja mal geil mit den Schwarz-Weiß, ne? Also das ist, was hältst du von diesem Schwarz-Weiß hier? Von diesem Schachbrett. Ein schöner als das andere, ey. Das sieht so Hammer aus. Ist ja nicht, wo du anfangen sollst. Dann mache ich das endlich mal bei der. Zack. Schwarz-Weiß ist SKA, also gut. SKA? Ah. So. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das Spiel eigentlich schon draußen ist. Oh, Overkill? Lass mich raten. Die Overkill habe ich in Ohr. Ach ne, das Standard-Skin. Der könnte mal was anderes kriegen, ja, bei dem. Da, natürlich. Obwohl. Das hat ja auch gebunt. Scheiße. Oh, Lebkuchen hat er jetzt die schon. Ach, das ist eigentlich egal. Man kann sich eh nicht entscheiden. Deswegen lösche ich so viel, weil man kann sich nie entscheiden. Was haben wir da? Ja, hier war die gelbe Lunge. Ja. Das soll so bleiben. Jetzt bin ich sie alle durch. Nee, bin ich noch nicht. Stopp. Und weg damit. 100 Dreads, das brauche ich nicht. Was ich brauche, ist wirklich Schrott. Hier irgendwas Sinnvolles, was man loswerden kann. Ach, hier, die. Die könnte man für 150 verkaufen, aber... Eine V-Day. Nicht D-Day, sondern V-Day. Kann man nicht verkaufen? Ah, hier, mein Roboter. 600 könnte ich mir da verkaufen, werde ich auch einen Teufel tun. Melvin K. wie Killer? Ne, wie Kaminski. Gib mal Melvin Kaminski in Wikipedia ein. Mal gucken, was sich da erwartet. Kann ich die verkaufen? Die ganzen hässlichen neuen. Und dann noch vier Karten davon. Die kannst du alle nicht verkaufen, ey. Nur sinnfreie Charaktere hier. Genau. Genau. Dann spielen wir noch ein Ründchen. Melvin, schöner Name. Ja, finde ich auch. Holy, schön, dass du auch kommst. Du bist gefeuert. Geht gar nicht. Du
du bist sowas von gefeuert. Das kannst du, das kann man überhaupt in Worte nicht mehr fassen, wie gefeuert du bist. Du bist so unendlich gefeuert. Also, das ist nee, einfach nur nein. Geht gar nicht, Audi. Hä? Wieso hat denn der jetzt diese Farben? Ach, jetzt hat er sie gewechselt. Hier haben sich Leute untereinander gegenseitig wertverletzt, Tony. Das verstößt gegen die 10 Gebote, wenn sich Zuschauer gegenseitig verletzen. Oh. Holy, hier waren gerade 27 Trolle. Und du bist mal wieder kacken. Oder Ulm TV gucken. Ich habe einen Tag Star Death Valley gespielt, ja. Und du denkst ernsthaft, du kannst deinen Job als Moderator dann behalten? Sind die noch da? Nein, die sind nicht da. Und du brauchst die jetzt auch nicht nachträglich zu... Irgendwas. Wo bin ich? Jedenfalls nicht da. Das kann man nicht in Worte fassen, Holy. Du bist... Nee. Einfach nicht. Nein. Da hilft auch dieses faule Tiergesicht nicht. Du bist der ineffizienteste Moderator, den ich je in meinem gesamten Leben... Du bist Penn, wenn ich in Star Wars verrecke. Du bist Kacken, wenn ich mit dir was besprechen möchte. Und du spielst irgendwelche Videospiele. Wenn Trolle da sind. Du bist wirklich eine Effizienzquelle an Moderator. Du bist ein Musterbeispiel, wie man es nicht macht. Holy ist ineffizient. Ja. Das kann man im Wort überhaupt nicht fassen. Hallo? Bist du das, George? Wo war denn noch? Ach ja, nee. Willst du jetzt für Verwirrung sorgen, Holy? Es sind so viele Minusbienchen, da passt nicht mehr drauf. Ich kann mir, glaube ich, echt aussuchen, welcher ich jetzt sein will. Ob ich Locust oder Mensch sein will, das kann ich mir jetzt echt aussuchen. Ist das krass? So, jetzt meine letzte Runde für heute. Ich muss schon längst im Bett sein. 2 Uhr habe ich jetzt meinen dritten Livestream. Naja, erstmal schneller zu voll, dann kündige ich. Den 4. mache ich nicht noch mit dem Typen. Weil der ist so ineffizient im Hochladen. Ich kann mir echt aussuchen, dass ich Locust bin. Hey, es gibt goldene Locust, da nicht schlecht. Lassen Sie gewonnen mal oder was Neues einfallen? Das ist echt golden! Bei mir ist Holy immer da und hilft mir ganz viel, ja. Warum bin ich das Pferd? Ich hoffe. Ja, das stimmt. Bei UFO ist Holy komischerweise immer da. Und Sprengleranlagen. Ja, Holy, sehr wichtig. Mhm. Du machst dich immer beliebter, Holy, durch diese Aussagen, was du alles in Star Death Valley brauchst. Geht gar nicht. Aber ich bin trotzdem sprachlos, dass ich hier jetzt hier mit Mensch oder Ding spielen kann.
Wenn ich mit meinen Feldern fertig bin, habe ich schon 50% Energie verbraucht. Ohne Worte. Wenn du wenigstens mit den Ohren bei mir im Stream wärst, nur mit den Ohren, da wüsstest du ab und an, was hier los ist. Das würde schon reichen. Muss doch nicht mal mit den Augen anwesend sein. Hören reicht schon. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter, 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 Roboter. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Ich bin ein Roboter, 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 Roboter. Dam, dam, oh, eine Ember. Eine knallbunte Ember. Guck mal, ich habe eine knallbunte Ember. Warum? Weil ich es kann. Mir endlich meine hübsche Ember. Und ich habe damit sogar was getroffen. Scheibenhonig. Aber die Blümchenmusik und ich kann mich doch in meinem Alter nicht mehr so konzentrieren. Ja, die musst du leise im Hintergrund laufen lassen. Mich musst du laut haben. Rot, gelb, grün ist nicht knallbunt. Aber bunter als alles andere, UFO. Aber du hast recht, es geht natürlich nach bunter. Da ist bunter jetzt immer. Beispiel doch hieß. Hallo zusammen, melde mich anwesend. 80% mit den Ohren und 20% mit den Augen, wie immer. Roffel. Hallo. Ja, willkommen zur letzten Runde. Ich muss 18 Uhr ins Bett, weil 2 Uhr Livestream und so. 2 Uhr ist die Nacht zu Ende. Aber leider ein privater Livestream. Und den Rest an der Tastatur. Vielleicht sollte ich dich zum Moderator machen, ganz entspannt. Bestimmt bist du wachsamer als Holy. Weil Holy, der pennt, wenn sich die Leute hier beleidigen. Glaube ich nicht. Was glaubst du nicht? Das Holy pennt? Was? Ich höre doch so schlecht, mein Kind. Siehe, diese Leute, mit denen du Livestream machst, sind Energievampire. Moin, moin, hier im Chat. Also ein bisschen. Ein bisschen. Auf Dauer wird es dann wirklich... Aber es war trotzdem ganz angenehm. Der einen Typen wird schon gar mal privat treffen wollen. Aber er will keine Freunde. Er hasst Menschen. Hey, ich habe eine glitzernde... Wow. Hi, Dr. Snone. Liebster, nettester Zuschauer aller Zeiten. Wertvollster, gütigster, groß, wohlgeborenster. Ich habe tatsächlich diesen Glanzeffekt jetzt auf dem
Ja, mal abgesehen von diesem Blendeblitz sieht es noch nicht viel aus. Es war eine nette Idee, nett gemacht, aber kann man eigentlich löschen, ne? Wenn es teuer ist. Bisschen Splatter, weil hab noch Little Nightmares aufgenommen. Ach, bisschen später, weil hab noch Little Nightmares aufgenommen. Aha, aha, aha. Was auch immer das ist. So. Oh, da kann man nicht mehr so ganz so versteckt stehen wie früher. Die haben das abgeändert. Das war mal breiter. Ein schönes Spiel, frag UFO. Oh, okay. Mega nice. Hm, okay. Warum spielt das UFO dann nie 24/7, wenn das so gut ist? Lol, das ist ja neu. Diese Stelle hier. Diese Ausbuchte. Das war früher alles Wand. Nett gemacht. Weil UFO es nicht hat, weil es auch nicht so lange ist. So lange, okay. Oh, Moment mal, oben ist mein Sniper. Ich bin leider mit dem Falschen drin. Nee, Bogen. Ach, Sniper ist nicht mehr. Und diese scheiß Ember, okay. Manche Spiele gucke ich mir nur an, hier wie GOW zum Beispiel auch. Ja, das würdest du sogar spielen, wenn du dir endlich mal ein Xbox leisten würdest. Aber da guckst du es dir natürlich logischerweise nur an. Das beste Spiel, wo es gibt im Universum. Wo macht denn der Säule hin? Ich will ja nicht alle Spiele haben oder spielen. Ne, nur 90% von allen, die je rausgebracht wurden. Auch wenn sie sehr gut sind. Wollte es nur anspielen und ruckzuck war ich am Ende. Okay. Immerhin so eine 4 Stunden. In den Kommentaren von Steam stand das 1,5 Stunden Spielzeit. Okay. Die Wolken. Sieht aus wie echt. Geklärt beiden. Das ist eine echte Wolke. Ja, das war viel Gräser. Das ist eine kurze Nacht heute. Little Nightmare ist ein künstlerisches Meisterwerk. Okay. Dann solltest du dir das wirklich mal zulegen. Ich werde es mir irgendwann mal angucken.
Ich muss echt aufpassen, dass der Rhythmus nicht zu schnell vortackert. Definitiv die Ringfarbe ändert. Aber GOW ist auch ein künstlerisches Meisterwerk. Na, aber hallo. Es muss ein Gott geschaffen haben. Es können gar nicht Menschen gewesen sein. Das geht gar nicht. Ja, kunterbunte Dropshot. Achso, länger halten. Gibt nichts Besseres als Gears of War. Wird es nie geben. Da kann gar nichts mithalten. Nichts. Das einzige Spiel, wofür ich so blöd bin, den Vollpreis zu bezahlen. Sonst würde ich nicht Geld für Videospiele ausgeben. Das einzige Spiel. Und man bereut es auch nicht. Immer Spiel plus Seasons Pass und schon musst du nicht mehr denken. Dann hast du alle Maps, die kommen, und ist. Das gibt's doch jetzt nicht. Definitiv das Speech-Geräusch, aber er macht so auf den Sack, wie das Speech-Geräusch wir haben. Guck mal, da ein Schwein! Ist weg. Thank you.
Das war jetzt ein Albern. Er springt da lang, ich spring da lang. Ich hab die Ringfarbe verändert. Ist das krass, ey. Noops. Wo ist er? Meine Fresse, sind die auf einmal schlecht. Ja, bewegen kann er sich, du. Nein, lieber Herr Gesangsverein. Scheiße! Scheibenkleister! Alle drei weggeballert! Scheiße, hab ich's fucking drauf! Da geht gar nichts mehr, ey! Nicht ein Scheißspiel kann dann das hier. Wieder zwei, herrlich! Ich gewinne das hier mal eben, im Alleinjang. Hau ab, du kannst dich ausloggen, ich mach das Alleinjang. Ist nicht nötig, das hier. Ja. Die sind aber auch schlecht. Oh, ja, halt mal her, ja. Oh, der Herrscher. Fuck, jetzt hat er mich. Junge, hab ich die zerfetzt. Ich bin der Beste. Ja, klar. 30 Kills. Standard. Ich spiele nur mit halber Flamme. Wow. Auf diesen Lebkuchen. Oh, ich hab doch gedrückt! Die hätten so hack sein müssen. Mein Gott, so 10 Sekunden vom Sieg und mein Team ist so noobig. Ach du Scheiße. Hattest du die Story eigentlich durchgespielt? Zehn? Nö, ich komme nicht dazu. Das Spiel ist ein Multiplayer, so unendlich göttlich. Ich komme nicht dazu. Ich habe auch gerade dran gedacht, ja. So unendlich göttlich. Und kommt nicht dazu, es die Kampagne zu spielen. Ich habe es nicht mal angefangen. Die Helo-Kampagne hatte ich mal als erste Map oder so angefangen. Auch hier.
Aber wie kommen die dazu? Ich spiele ja gerne immer zu zweit, aber ich finde keinen dumm, der es mit mir spielt. Bei Gears of War macht nur zu zweit wirklich Spaß im schwersten Modus. Aber dazu muss ich erst den absoluten Vollidioten finden, der das mit mir spielt. Und ich habe es leider noch keinen gefunden. Ich habe das früher auch immer mit irgendwelchen Leuten zusammen mit durchgespielt. Ja, vielleicht finde ich ja jemanden, der das mal mit mir macht. Mir fallen sogar schon ein paar Leute ein. Oh, Scheibenhonig. Scheibenhonig! Reicht auch, ja. Ich würde die Story vielleicht mal irgendwann mal durchspielen. Wenn der UFO man mir verspricht, die ganze Zeit konstant auf meinen Stream zu gucken, dann würde ich mich dazu breitschlagen lassen. Irgendwann mal. Junge, 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 und alles alleine macht. Junge, Junge, Junge. Alle Vierer. Herrlich. Wenn der Zielführer, dann richtig. Das werden sie die mir mit, herrlich. Ich muss sagen, dass ich in der Kampagne auch null Herausforderungen habe. Realmenschen sind mir schon zu schwach. Lauf zum nächsten, Leute. Das war jetzt scheiße. Oh, die Granate war gut. Vielleicht drei Stück von denen zerfetzt. Das könnten wir gewinnen. Mein extremes Noob-Team. Ich bin mal der Einzige, der überhaupt was sie leistet hat. Sieg! Das doch nicht. So, Leute. Ja, 9 Späne, aber super. 96 und 98 heute. Jetzt will ich noch einstellen, dass ich beim nächsten Mal wieder mit dem bunten Logo spiele. Habe ich heute nur welchen den UFO-Mann mit diesen Dingen gespielt, da. Sonst hätte ich mir nie diesen Ninja gekauft. Also echt jetzt. Hier, diese grünen Waffen will ich mal kaufen. Wie? Nee, echt jetzt? Die kosten nur 600? Oh, ich dachte, die kosten 2400. Die kosten nur 600? Oh, kann ich mir sogar kaufen. Nur 600? Okay, das ist erstmal nicht so wichtig. Warte mal, wirklich Retro Event? Ja, das Buntres habe ich aktuell nicht. Wobei, hier bin ich besonders stolz drauf. Dass ich das Ding habe. Aber ich glaube, ja, bei dir hat das jetzt Schenkblabier-Ding. Der kriegt ja das. Aber irgendwann werde ich mir mal die Grünen kaufen. Ja. Moment. Ja, genau. Oh ne, beim Knescher kostet es tatsächlich 2400. Ist ja krass. Also plus 600 kommen bei 3000 raus. Das geht trotzdem.
Also der grüne Trippi-Knäscher kostet 2400. Ich bin ja sprachlos. Und als Lenzer kostet es aber nur... Ja, wo war denn das jetzt hin? Kann man das überhaupt herstellen? Ja, man kann das herstellen, die Ware. Ja. Ja, da heißt es eben nicht Trippi. Da ist grüner Blubberblasen. Ach nee, das ist Trippi. Ups, hat mich geirrt. Der Trippi kostet ja hier 2400. Okay. Das wäre noch so ein Traum von mir, die beiden. Aber wir werden schon genug Schrott zusammenkriegen über die Jahre. Aber jetzt, wo ich festgestellt habe, was man das hier herstellen kann, kann ich die ganzen Smiley-Dinger eigentlich auch verkaufen. Das mache ich beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sage bis denne.